Ich kann nicht guten Abend heilen. Ich bin mal gespannt, was heute so ein bisschen geht. Ein paar Sachen habe ich mir vorgenommen, tatsächlich. Aber man muss halt schauen, ne? Isero, moin, hi, grüß dich. Alle anderen, die neu da sind, ne? Guten Abend an euch. Einen oder anderen lese ich da. Zokora, guten Abend. Shattered Teacup. Ne, Shattered Teacup kenne ich doch, ja. Real Maestro. Bist das erste Mal hier? Echt? Ich hätte schwören können, ich habe deinen Namen schon mal zumindest als Follower gelesen. Kann das? Drunken Man, guten Abend, hi. Was sagt ihr eigentlich von dem Pacino-Anwesen, was kommen soll? Also was irgendwann mal angedacht ist. Sieht schon geil aus, ne? Holger, guten Abend, hi. Leute, ich empfehle euch auf jeden Fall, lasst euch nicht von irgendwelchen Dingern, die heute baiten, von irgendwelchen Spielern auf dem Projekt, welche gar keine Ahnung haben und jetzt sich irgendwie zu irgendwas äußern möchten, ne? Empfehle ich euch so. Das ist einfach Quatsch. Naja, damit meine ich jetzt nicht die offiziellen Stellen, sondern einfach die Spieler, die meinen sich zu Wort melden zu müssen, die nichts damit zu tun haben. Ich finde das Anwesen nice. Ich finde es auch cool. Die Pferde-Range ist echt geil. Also kannst du echt was draus machen. So, in dem einen, ich glaube, das sind ja zwei Anwesen. In dem einen kannst du so Leute unterbringen. So Anwerber. Und in dem anderen kannst du so die Familie halt unterbringen, ne? Das ist schon cool. Shandy, hi, guten Abend. Shandy, so, ne? Ranch, lieber die Villa. Danke an den anonymen Subgifter für ein Abo an Shandy, dankeschön. Du meinst es von dem Anwesen? Joa. Meinte bei der Ranch, muss noch was gemacht werden. Ich ruckel hier ja echt mir einen zusammen, ne?
Mensch, muss noch was gemacht werden, weil im Keller ein Meth-Labor ist. Naja. Da Flinzi, danke für dein Geschenke, aber an Real Maestro. Dankeschön. Ja, ich weiß, was du meinst. Folterkeller wäre geiler, ne? Ja, guten Abend, Mr. Tierno. Ja, hallo, Sie haben angerufen. Ja, durchaus. Ja, was machen Sie gerade? Ich bin zu Diensten. Ja, ausgezeichnet. Gut, dann lassen Sie mich Sie in 2 Minuten nochmal anrufen. In Ordnung. Bis gleich. Warum hat O'Reilly nicht angerufen? Guten Abend. Guten Abend. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja, ich würde einen Espresso nehmen und wenn wir schon mal dabei sind. Was haben Sie denn zu essen anzubieten? Als Vorspeise hätten wir Bruschetta oder Salat. Und sonst hätten wir Nudelgerichte, Spaghetti Bolognese, Spaghetti Carbonara oder eine Lasagne. Ansonsten haben wir auch Pizza. Also verschiedene Beilagen, Salami, Prosciutto. Tono, genau. Ja, hätten Sie auch eine Carbonara da? Gerne, Spaghetti Carbonara. Und ein Espresso, ja? Ja, durchaus. Alles klar, kommt sofort. Ach so. Ja. Vielleicht noch einen Orangensaft. Gerne. Vielen Dank. Ich weiß auch, warum da die Sachen für Pacific Bank drin sind. Hätte ich schon vorbereitet. für Montag. Jetzt haben wir jemand laut. Ja, die hier schon drin sind. Ja, ist so ein hellblau, die Augenfarbe. Ja, die Getränke werden wir dann wohl Sonntag vorbereiten. Eisblau trifft es gut, ja. Ja. Ja, hallo. Ja, kommen Sie bitte ins Atelier. Leger oder in Arbeitsklamotten? Definieren Sie Ihre Arbeitsklamotten. Ja, im Anzug, so schick wie man sich halt zur Arbeit macht. Ja, können Sie so machen. Okay. Gut, bis dann. Bis gleich. Bitte sehr. Ja, haben Sie vielen Dank dafür. Gerne. Sagen Sie. Ja. Für wie lange arbeiten Sie jetzt schon hier? Ich arbeite hier schon seit 3-4 Wochen. Ja. Genau. 3-4 Wochen, sagen Sie. Oh. Ungefähr. Ja. Hat Mr. Malone Sie angestellt? Ja, Mr. Malone, genau.
Ich nehme an, das Arbeitsklima ist angenehm, oder? Sehr angenehm. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Restaurant hier. Ja. Wie viele Mitangestellte haben Sie jetzt mittlerweile? Wir haben mich reinbezogen. Wir einmal Jerry haben wir Roxanne. Ein leichter Oxy. Danke genau, für den Abo im zweiten fortlaufenden Monat. Dankeschön. Zusammen mit Herrn Malone. Und dann haben wir auch die Joe, die als Springerin arbeitet. Genau, aber es kommen voraussichtlich noch zwei weitere. Da haben wir, sind wir noch im Bewerbungsprozess. Zwei weitere. Wer genau? Das muss noch Herr Malone entscheiden. Wir hatten gestern eine Praktikantin, die war sehr gut. Ich war sehr zufrieden mit ihr. Und vor zwei Tagen haben wir auch eine andere Praktikantin dabei. Und genau, die Entscheidung muss dann auf Herr Malone dann die Vorkehrungen treffen. Ja, ich verstehe. Genau. Und das ist ja gut zu hören. Ja, wir bemühen uns, jeden Tag offen zu haben und wie es aussieht, läuft das Geschäft auch sehr gut. Ja, sagen Sie, es sind eigentlich irgendwelche besonderen Tage hier vorgesehen? Herr Malone plant an verschiedenen Wochentage Spezialangebote zu bieten. Also zum Beispiel ein Pizzatag oder irgendwelche Gerichte, die wir extra an diesen Tagen machen. Aber das ist noch in Planung, genau. Da ist noch nichts entschieden. Ja. Yeah. Was halten Sie von italienischen Patty-Burger? Patty-Burger? Ah, okay. Die kenne ich tatsächlich noch nicht. Wissen Sie vielleicht, wie man, also, was denn genau da in diesen Patty-Burgern steckt? Nun, ich kenne ein Geheimrezept tatsächlich, aber nun ja, der ein oder andere würde wahrscheinlich dafür morden, um dies zu bekommen, will ich behaupten. Verstehe. Nein, kein Problem. Also ich kann das Herrn Malone auch gerne Bescheid geben, dass wir vielleicht so einen Tag einführen könnten. Also yeah. Wir stehen gerne offen für Vorschläge. Das ist sehr gut gesehen. Ja, ausgezeichnet. Nun, eventuell werde ich auf Mr. Malone dahingehend zukommen, sollte ich wieder jemanden an der Hand haben, welche den Vertreib von Bürgern dieser Richtung anwirbt. Mhm, gerne. Das freut mich auch. Ja, ausgezeichnet. Nun, haben Sie vielen Dank. Nehmen Sie das als für sich. Oh, das das war wirklich nicht nötig. Vielen Dank. Ja, nicht dafür. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich Ihnen ebenfalls. Vielen Dank. Ich glaube, später kommt bestimmt Pelle. Der ist auch bei seiner Schichtarbeit.
Übrigens, Leute, für den Fall, dass wir echt unsere Anspielstation heute nicht finden, habe ich trotzdem noch eine RP-Überraschung. Napier wird nämlich auch Vater. Haha, nein, Spaß. Nein, nein. Gut oder schlecht? Ja, auch eine. Also ist eine. Ich sag mal so, ist eine Alternative. So. Es wird cool. Wie ich auf den Charakter von Joseph Napier gekommen bin. Es gibt da ein echt ausführliches Interview, was ich mit Soleil hatte, tatsächlich. Ich muss das unbedingt mal verlinken, dass man das nachschaut kann. Ansonsten findet man das unter den Highlights von Soleil, glaube ich. Aber es ist eine Art von Charakter, die mich schon immer interessiert hatte und wo ich mir gesagt habe, wenn ich RP spiele und mich sicher fühle in dem, was ich tue, werde ich irgendwann diese Art von Figur spielen, weil es war für mich von Anfang an klar, wenn ich die Figur spiele, dann richtig. Guten Abend. Ja, hallo, Mr. Napier. Ja, wie geht es Ihnen? Mir geht es ausgezeichnet. Wie geht es Ihnen? Also ich würde behaupten, man kann sich nicht beklagen. Sagen Sie, wo waren wir bei dem letzten Gespräch stehen geblieben? Bevor dieser Hillbilly gekommen ist. Hillbilly? Wer war das nochmal? Ja, dieser merkwürdige Mensch, der hier die Schränke repariert oder so. So lange ist schon her, ja. Ja, ja. Gut, okay, ich verstehe. Mit welchem Auto sind Sie da? Mit dem schwarzen Foto. Viersitzer, ja. Zwei. Das andere Auto habe ich weiter investiert. Ah ja, ich verstehe. Vorerst. Gut, okay. Kommen Sie mit mir. Haben Sie heute irgendwelche Anrufe bekommen? Keine von hier. Ja, sonst irgendetwas, was sich die Tage entwickelt hat? Ach, ich habe irgendeinen kleinen Spanier getroffen oder Mexikaner, der sich mit einer Fußfessel beim PDM melden muss und Ja, tatsächlich. Ja. Hat er gesagt, wieso er sich dort melden muss? Nein, hat er nicht gesagt. Er hat nur sich herangetastet an mich, indem er ab und zu mal so einen Namen genuschelt hat, in der Hoffnung, ich würde reagieren. Ja. Was genau? Ja. Führen Sie es ein wenig aus?
Naja, irgendwie Mr. Washington oder sowas. War der Herr, den Sie mir doch im Kabarett dort gezeigt haben. Was ist mit Mr. Washington? Hat er den erwähnt, den Namen? Ja, ja, hat aber nichts Spezielles. Er hat nur den Namen gesagt, in der Hoffnung, ich würde darauf anspringen, eventuell, wenn es dort einen Bezug gäbe. Ich habe ihm gesagt, dass er mich nicht voll quatschen soll. Ich habe ihn zum PD gefahren und gut war's. Interessant. Schauen Sie mal nach, ob Sie damit den Wagen öffnen können. In der Tat nicht. Oh, oh, ja, keine Ahnung, scheiße. Ja, dann geben Sie mir die wieder. Ja, keine Ahnung, welcher das ist. Gut, okay, probieren Sie den. Für dieses Fahrzeug vor mir, ja? Ja. Yeah. Auch nicht. Ja gut, wissen Sie was, ich fahre einfach. In Ordnung. Gott, welche Karte ist denn das? Alles klar, schlaf gut, Rain. Gute Nacht. Gut, okay. Wie hieß der Mann denn mit der Fußfessel? Mr. Angel. Aus Rancho. Aus Rancho. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Das erste Mal im Unicorn habe ich ihn kennengelernt. Dort war er mir sehr sympathisch. Zumindest wollte er sympathisch sein. Nennt mich Hermano, dies, das. Ja, yeah. Aber grundsätzlich nennt man doch jeden Hermano dort unten, oder nicht? Naja. Man braucht schon einen Bezug zur Person. Das ist zum Beispiel wie wenn ich jetzt rumrennen würde und irgendwelche Gangster Homie nennen würde. Schwierig. Ich nehme an, aber also ja. Hermano und Homie sind also dahingehend Begriffe als unter Gleichgesinnten dort, ja. Würde ich davon ausgehen. Es soll eine Verbindung suggerieren, dass man irgendwie in eine Richtung schwimmt, um vielleicht Diskrepanzen aus dem Weg zu gehen. Ja. Yeah. Man kriegt den Mann dann in den Arsch. Gut, okay. Haben Sie was von den Kabarettleuten gehört? Nur von Frau Haines. Was genau? Also, naja, mit Frau Haines wollte ich noch sprechen. Weshalb? Also, weil sie sich ein bisschen in die Hosen scheißt und ich wollte ihr sagen, dass ich keinen Zwist mit ihr habe. Sie macht sich in die Hosen vor ihm. Weshalb das denn? Weiß nicht, vielleicht, weil mir irgendjemand den Finger gebrochen hat. Das weiß Miss Haines, oder was? Nein, das weiß sie nicht. Sie weiß gar nichts, bis auf dass ich ihr gesagt habe, dass sie in eine andere Richtung geht als ich. Dem ist sie natürlich unverzüglich nachgekommen. Ja. Ja, ich verstehe. Gut, okay, lassen Sie uns erstmal hochgehen. Okay. Mm-hmm.
Guten Abend, Mr. Pearson. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich hab angerufen. Ja, boah, den Umständen relativ gut sogar. Ja, sehr schön. Nun, Sie hatten vorhin die Tage davon gesprochen, dass Sie sich gerne treffen würden. Natürlich. Sagen, ein Klassentreffen. Ja. Nun, ich würde Ihnen anbieten, dass wir das in ungefähr eine Viertelstunde machen könnten. Ja, Viertelstunde? Ungefähr wo? Im Little Italy. Ja, dann weiß ich ja Bescheid, wo ich aufmarschiere. Gut, alles klar. Ja, dann bis gleich. Gut, dann bis gleich. Gut, kommen Sie mit. Sind Sie eigentlich immer noch in Behandlung hier? Ja, natürlich. Ja, passen Sie auf, die Herrschaften hier arbeiten anscheinend mit der Polizei zusammen. Welche von denen? Miss O'Reilly. Ach so, und die, aber der Psychiater? Sie ist eigentlich Psychiaterin. Ach, eine Frau? Ja. Ach. Sie arbeitet mit der Polizei zusammen. Oh, das ist aber ein böses Mädchen. Ja, neulich in der Polizei, in dem Polizeiverhör mit Mr. Popmeier versuchte man ein psychologisches Profil. Nun ja. Man versuchte damit, mich aus der Reserve zu locken. Also passen Sie auf. War das kein Bluff? Nun ja. Sie gingen stark auf meine Vergangenheit ein und es gibt eigentlich nur eine Person, die davon weiß. Oh je. Ja. Ganz schön was los hier. Ja. Soll ich mich für Sie nach der Dame erkundigen, ob sie Zeit für sich hatte? Nun, Sie können darum beten, dass einer der Herrschaften seinen Weg hierhin findet. Oh, ein Gast. Echt ganz schön viel los, ne? Guten Abend. Guten Abend. Wie kann man Ihnen denn helfen? Nun zuallererst, wie war Ihr Name nochmal? Jäger. Schreien Sie nicht so. Mr. Jäger, Sie... Habe ich die 3 Racks hoffentlich nicht umsonst bezahlt, fuck. Ich würde behaupten, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr? Ja, das stimmt wohl. Ja. Nun, wie geht es Ihnen? Mir geht es persönlich ganz gut. Und Ihnen? Nun, ich würde behaupten, man kann sich nicht beklagen. Sagen Sie, Miss O'Reilly, ist sie zufälligerweise heute hier zum Sprechen? Haben Sie einen Termin bei ihr? Ja, durchaus, ja. Ja, ich kann mal schauen. Einen Moment. Ich habe Jäger nicht erkannt, Alter. Super, ne?
So viele kleine unschuldige Lämpchen, nicht wahr, Joseph? Da kommt man doch schon fast in Versuchung, oder? Also sie ist anscheinend auf jeden Fall da. Sie merken, dass die Dame anscheinend da ist, nicht wahr? Und deshalb kontaktiert er sie. Ich habe nicht gehört, was sie gesagt haben, oder er. Soll er sie kontaktieren? Ja, er kümmert sich gerade drum. Wissen Sie, ob heute irgendetwas ansteht? Ob heute etwas ansteht? Ja, irgendwelche. Nun ja, vielleicht der Stripclub, der offen hat, oder irgendwelche sonstige so. Veranstaltungen. Nein, ist leider nicht verfügbar. Aber sie ist da, ja. Das kann ich nicht bejahen. Weil was? Die Information dürfte ich nicht rausgeben. Ja, ich verstehe schon. Gut, okay. Wie gesagt, ich hatte einen Termin heute, aber leider bin ich ein wenig verspätet. Ist er mir eingefallen, tatsächlich. Sie soll sich einfach bei mir melden, wenn sie die Zeit hat. Ja, das kann ich ihr sagen. Gut, okay. Dann noch einen angenehmen Abend. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Das ist schlau von Jäger, finde ich gut. Komplette stehen. Wissen Sie? Oh. Oftmals erfahren Sie zwischen den Zeilen viel mehr als das, was offensichtlich ist. Die Dame hat Angst vor Ihnen. Meinen Sie? Oder meidet sie? Nun ja, ich habe den Termin ein wenig verschlafen, würde ich behaupten. Aber was Sie rausgehört haben, ist, dass Sie auf jeden Fall vor Ort ist. Ja. Wissen Sie, Ihr ehemaliger Chef hat mich vor ein paar Tagen eingeladen zu einer Einweihungsfeier. Ja, ist ja dumm. Versucht er, sie zu ärgern. Nun ja, vielleicht möchte er auch in Zukunft auf meiner Gehaltsliste stehen. Oh. Wer weiß es schon. Sie haben zurzeit nichts an Druckmitteln bei sich, nicht wahr? Nur ein Ehering für 4 Frauen. Haben Sie mittlerweile einen? Ja, ja, klar. War aber scheiße teuer, die Sache. Ja, ja. Aber gutes Messing, schön schwer in der Hand. 1500, nicht wahr? Auf der Straße. 1000, weil ich's bin. Ja, nun, dann hätte es sich ja noch in einem gesunden Verhältnis. Ja, ja. Kann nur nicht mit dem Messer rumlaufen, dann geht man nur so lange ins Gefängnis für. Ja, ist schon ein wenig verrückt, nicht wahr? Ja, ja. So ein Schlagring hingegen. Kennen Sie Mr. Navarro? Bin mir nicht sicher. Mir wurde der Herr mal beschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt sofort erkennen würde.
ruckeln, ey. Der Wagen ist eigentlich echt geil, ne? Einen wunderschönen, ey. Guten Abend. Na, kann man ihm was empfehlen? Nun, ich bin nicht wirklich auf der Suche nach einem Auto. Okay, noch was dann? Also Motorrad dran ist die Straße runter, tatsächlich nicht. Nun, ich bin auf der Suche nach Mr. Navarro. Oh, der ist im Urlaub. Im Urlaub? Also wenn Sie von ihm ein Auto wollten oder ein Motorrad, ja, der ist ja dann noch bis nächste Woche Montag Minimum Urlaub. Genau. No. Bis Montag, sagen Sie, ja. Ja, das ist meine Information, aber können wir noch gerne privat anrufen. Ob Sie ihn erreichen können. Nein, das brauchen Sie nicht. Zur Not mache ich das selber. Gut, okay. Ihr Name war? Meine Freundin nennt mich Dizzy. Nennen Sie mich ruhig Dizzy. Und Dizzy. Ihr Name, wenn ich fragen darf? Nun, mein Name ist Mr. Napier. Freut mich, ja. Sagen Sie, ja. Der Wagen hier vor mir. Ja. Was ist das für ein Auto und wo liegt der preislich? Da sind wir beim Baller 3. Im Preis muss ich mir gerade mal kurz in meiner Tabelle nachschauen. Sehr schönes Auto. Kommt schon serienmäßig mit Felgen und getönten Scheiben. Sind wir bei 51.000 im normalen Verkauf. Tatsächlich. Nun, da will man noch gleich drei von nehmen, nicht wahr? Wer das Geld dazu hat, ja, auf jeden Fall. Aber. Meiner tut's ja auch schon ganz gut. Hat einen riesen Kofferraum, 4 Personen haben Platz. Ja, kann man auch nicht was mitmachen. Im Kofferraum ist Platz, sagen Sie ja. Definitiv. Definieren Sie Platz. Wenn ich so jetzt schaue, wie groß sind Sie? Also 2 Meter bin ich nicht, aber auch nicht unter 1,80. Ich glaube, setzen wir 1,93 oder sowas, das ist in der Art. Ja. Meinen Sie, ich würde so ungefähr etwas in der Größe 2-mal von Ihnen dort reinbekommen? Ja, wenn Sie mal heimlich zu viele Leute auf der Party haben und ein paar zu viele mit nach Hause bringen müssen, nicht wahr? Ich würde sagen, bekommt man auf jeden Fall zusammengeklappt hinten 2 Reihen, ja. Das wird schon gehen. Ja, nun oben im Norden ist es oftmals so, dass das ein oder andere Wild auf der Straße liegt. Ach du Scheiße, okay. Ja, ich bin dahingehend ein tierlieber Mensch. Oh. Ja. Und Sie nehmen die Tiere dann mit? Was genau machen Sie dann damit? Nun, ich nehme sie oftmals mit zum Schlachthof. Okay. Okay, ja. Zum Schlachthof. Nun ja, wenn sie schon angefahren wurden, dann machen sie meistens eh nicht mehr lange, nicht wahr? Ja, nee, das ist schon richtig, ja. Ja. Ich meine, könnte auch zum Tierarzt fahren und schauen, ob man das Ding noch auf die Beine bekommt. Aber Schlachthof ist natürlich auch eine Alternative, wie Sie meinen. Ja. Nun, ich bin ein Fan davon, die Tiere schnell von ihrem Leiden zu erlösen. Was bringt dir denn ein Schwein mit nur 3 Beinen? Ja, es ist wahrscheinlich auch wieder wahr. Wobei die meisten Menschen mit ihren Haustieren. Naja, auch egal. Was ich sagen will, die würden ihre Haustiere auch noch mit 3 Beinen haben. Sie halten Schweine als Haustiere. Ich kenne Leute, die das machen, ja, oben im Norden. Das sind alle möglichen Leute. Aber ich rede ja auch eher von Hunden und streunenden Katzen und was nicht alles. Habe ich ja oben im Norden auch schon gesehen. Ja. Ja, da sagen Sie was. Nun ja, ich denke, Katzen und streunende Hunde, die bekommt man massenweise in den Wagen rein, nicht wahr? Kann schon mal vorkommen, ja. Kann schon mal vorkommen. Gut. Baller 3, wie liegt er denn so und wie hoch ist die Beschleunigung bei dem Wagen? Relativ gut bis auf 50. Speziell im Anfahrt, also auf die 20 km/h, beziehungsweise auf die miles per hour. Huch. Ja, der liebe Falex war das gewesen, ne? Oh, ein Gast.
So. Heimlich Pipi machen. Ja, das mache ich jetzt mittlerweile auch. Ich gehe jetzt immer heimlich pinkeln. Ich hab auch Bock auf einen Snack, ne? Wie nett es in Tedder klingt, ne? Wenn er so einen lieben Autoverkäufer spielt. Apfelstrudel? Boah, hab ich auch zu Hause. Boah, ein Apfelstrudel. Das ist aber auch was Feines. Den Flex, so einen fancy Karren vor den Trailer im Norden zu stellen, fände ich schon irgendwie nice. Baller 3, der sieht irgendwie cool aus, ne? Relativ gute Anfahrt. Also auf 20 kommt man relativ schnell, dauert wieder ein bisschen auf 50 und von 50 bis 70 ist dann wieder relativ schnell. Endgeschwindigkeit würde ich sagen liegt so bei 84, 85 auf gerader Straße. Also wenn Sie wirklich mal interessiert sind an einem Auto, kann ich auch den Schlüssel holen, können Sie mal ein bisschen Probe fahren. Okay. Also Kategorie SUV wird das wahrscheinlich das geländetauglichste sein. Aber wenn Sie zumindest nur einen Geländewagen wollen, dann eher Richtung Caracara und also dann gibt es auf jeden Fall noch andere Optionen. Aber das ist auf jeden Fall der geländetauglichste SUV, meiner Meinung nach. Ja. Der ist einfach am stabilsten gebaut und Sie sehen es ja schon, Sie haben auch an den Seiten teils schon Carbon-Verfassungen, also das ist schon richtig solide und das gibt natürlich auch. Ja, das spiegelt sich wieder im Preis, wenn ich das so sage. Ja. Was ist mit dem Cavalcade? Dieser bricht ziemlich schnell aus in Kurven, nicht wahr? Ja, definitiv. Hat das dieses Fahrzeug auch, oder? Bei höheren Geschwindigkeiten lässt sich das bei einem SUV eigentlich nicht wirklich vermeiden, aber ich wollte auch da wieder sagen, dass es bei dem Mobil hier. Von der Fahrtechnik her, von der Fahrweise wahrscheinlich das Stabilste. Also da brechen sie lang nicht bei den Geschwindigkeiten aus, wie das beim Cavalcade der Fall ist. Also da kommen sie super um die Ecken, auch wenn das 60, 70 ist. Alles darüber muss man in der Stadt schon schauen, dass man ein bisschen langsamer um die Kurven kommt. Aber wie gesagt, also dadurch, dass die Beschleunigung von 50 auf 70 wieder so gut ist, kommt man nach den Kurven, wenn man ein bisschen runterbremst, auch wieder super auf eine Top-Geschwindigkeit. Ja, ich verstehe. Nun, ich werde die Tage nochmal hierher kommen, vielleicht für eine Probefahrt. Ja, gerne, machen wir so. Ausgezeichnet. Gut. Mr. Deasy, richtig? Das ist richtig, ja. Dann noch einen angenehmen Abend. Haben Sie vielen Dank für die Beratung.
Ja, nicht dafür. Wünsche ich Ihnen was. Schönen Abend Ihnen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Entschuldigung, wollte nur gucken, ob sich jemand versteckt auf dem Hintersitz. Ja, das ist eine gute Idee. Hä? Der hat gehupt? Sagen Sie, hatte der wegen uns gehupt gehabt? Ich wollte mich zusammenreißen und nicht fragen. Aber könnte sein. Ja, ich verstehe. Gut, wir werden jetzt einen Termin im Little Italy haben. Sagen Sie, Sie sind ab und an oben im Norden unterwegs, nicht wahr? Ich wohne dort, ja. Wie lange schon? Jetzt zwei, drei Wochen? Ja, zwei, drei Wochen. Gut, okay, das ist noch keine lange Zeit. Nein. Ich nehme an, Sie, Mr. Wilson vom AOD, kannten Sie nicht, oder? Nein. Nur Mr. Shark und... wahrscheinlich noch dieser Pitt. Pillermann. Ja. Blech. Nun ja, es spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Na. Aber die verstecken wieder irgendwas. Die verstecken etwas? Natürlich. Inwiefern meinen Sie das? Naja, sie... tun so heimlich, Turbsch, so verschlagen, fragen, warum man irgendwo hingeht, ob man beobachtet, wer da ist, interessieren sich einfach sehr stark für ihre Privatsphäre. Wo genau, bei dem Clubhaus oder was? Nein, keine Ahnung, gegenüber von da, wo ich wohne, da sitzen die immer auf dem Dach mit irgendeinem, ich glaube, sie dachten, es ist ein Mr. Navarro oder so. Da habe ich den Namen schon mal gehört. Ja, ja, interessant. Ja, die hacken irgendwas aus. Mal gucken. Guten Abend. Hallo, hallo. Hallo, und Sie wirken ja ganz verändert. Wie bitte? Sie wirken ja schon ganz verändert. Man merkt schon, dass die Zeit ein wenig einhergegangen ist. Ach, wieso das denn? Vielleicht ist es auch einfach der Cowboy-Hut, der Ihnen fehlt. Ja, aber ich habe ja jetzt so mitbekommen, dass dieses ganze Cowboy-Ding... wofür ich mal gestanden habe, irgendwie so eine Art Hipster-Scheiß hier geworden ist, dank Sheriff Skinner. Scheiß Texaner. Egal. Ja, wirklich. Hat er das irgendwie... hat er da einen Trend gesetzt, oder was? Naja, anscheinend ist Howdy jetzt hier so eine coole Kinderbewegung oder sowas. Ich habe keinen Schimmer. Der Typ ist eine Witzfigur. Ja, ich verstehe. Gut, kommen Sie erstmal mit rein. Ja.
Schick, schick. Ja. Yeah. Nicht viel verändert. Da sagen Sie was. Nehmen Sie ruhig Platz. Mr. Cerno, könnten Sie dem Kellner Bescheid geben, dass er hier hochkommt? Natürlich. Ich hatte schon Whisky. Ah ja, wer hätte immer gedacht, dass ich mit Ihnen in einem Raum sitze, nach der ganzen Scheiße. Nun ja, wer hätte gedacht, dass Sie nach so langer Zeit immer noch am Leben sind, nicht wahr? Haha, da sagen Sie was. Ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Vor allem nicht, da ich mir gedacht habe, dass Herr Wilson bestimmt auch Sie kontaktiert hat. Ja, tatsächlich. Guten Abend. Was kann ich Ihnen anbieten? Also ich nehme auf jeden Fall nochmal so einen Whisky. Ja. Ja, bringen Sie mir ebenfalls ein. Alles klar. Was zu essen vielleicht? Für mich nicht, danke. Nein, danke. Alles klar. Kommt sofort. Ja, tun Sie mir einen Gefallen. Sagen Sie Mr. Chernobog, er soll sich da nicht wieder einen Spanner hinstellen. Okay, alles klar. Vielleicht ist er schüchtern. Nun ja, ich habe Ihnen schon damals gesagt, dass ich keine Intention dahinter pflege, Sie irgendwen ans Messer zu liefern oder sonst was. Ja, aber wir beide wissen doch, dass Sie und Mr. Wilson, oder besser gesagt der AOD, Geschäftsbeziehungen hatten. So viel weiß ich. Nun ja, ich würde es nicht als Geschäftsbeziehung bezeichnen, da es zwischen uns beiden nie geschäftlich irgendwas wirklich gab, außer die Sache mit den Herrschaften von Übersee. Ja. Aber letzten Endes, es gab da irgendwo Kontakt und ich kenne Jack oder kannte ihn sehr, sehr gut. Und ich habe mir gedacht, naja, er wird alles dafür tun, meinen Kopf zu kriegen. Letzten Endes kam alles anders, sogar anders als ich wollte, denn seinen Tod wollte ich nie. Und wenn, dann nur durch meine Hand. Aber wie alles nachher abgelaufen ist, das war nie mein Plan. Ich wollte ihn retten. Vor dem, was er geworden ist, und das haben alle gesehen. Gierig nach Macht und Geld. Und anscheinend ist es ja auch so, dass wer in dieser Stadt zu schnell nach dem Kuchen greift, kann sich verbrennen. Ja, durchaus, da könnten Sie mit Recht haben. Und ich habe, ja, alles getan, um den Club zu schützen und irgendwo auch ihn und auch den Club schützen vor Jack, weil was er tat war, na, ich weiß ja nicht, wie Sie die ganze Story damals mitbekommen haben, was er da getan hat. Metzo, danke für dein Abo, danke schön. Nachdem er seinen Job bei LSR verloren hat, weil er blau gemacht hat. Ein paar Jungs vom Club genommen und in meinen Augen eine Fehlentscheidung. Jemanden abgestochen von LSR und leider jemanden falschen. Ich weiß ja nicht, ob's diese ganzen Leute noch gibt, aber das war wohl einer von Patellis Leuten. Den damaligen. Und die waren natürlich nicht gerade happy darüber, dass so ein kleiner Biker aus dem Norden irgendwelche Leute absticht. Und dann kam es, wie es kam. Man hörte nur am nächsten Tag wilde Verfolgungsjagd. Jack Wilson ist verschwunden. Sein Auto im Alamo-See. Und unsere Köpfe vom AOD ganz weit oben auf vielen Listen. Also, was tat ich? Ich sammelte die Leute ein, versuchte alle zu beruhigen und wir haben erstmal geguckt, was passiert ist. Und fuck, alle wollten unseren Schädel. Fratellis, Leute, das damalige Lost,
Ich hätte sogar Southside. Also, was machen wir? Wir sind führungslos und wissen nicht, was passiert. Bot mich an, als Press aufzeigt. Nur bis Jack wieder auftaucht oder bis irgendwas sich ergibt. Weil unser damaliger Vize auch nicht gegenwärtig war. Und als es der Moment kam, wo alle zusammen waren, kam unser Vize nach 3-4 Monaten Sauforgie aus seinem Scheiß-Trailer und meint, er regelt das, er kriegt das hin. Dachte ich mir, gut. Aber mir wurde vorgeworfen, ich begehe Hochverrat an Jack Wilson und dem AOD. Dem Club, den ich über alles liebe. Dem Club, den ich 11 Jahre lang Blut, Schweiß, Wasser, alles. Ich habe alles gegeben für diesen Club. Ich wurde niedergestochen, ich wurde niedergeschossen, ich wurde zusammengeschlagen. Für diesen Club. Und die werfen mir vor. Diese scheiß neuen Leute, diese blöden Weiber, diese Idioten, die denken nach einem Monat, die sind krasse Typen. Werfen mir vor, ich begehe Hochverrat. Aber ich habe meinen Hass und meine Wut runtergeschluckt und habe Geschäfte weitergemacht. Wollte mich treffen am Yellowjack. Und dann werde ich von der Frau von Jack Wilson vom Parkplatz von meinem Zuhause verbannt, wo ich seit Jahren hausiere. So, dann einmal für die Herren. Bitteschön. Dankeschön. Ja. Und das war der Moment, wo mir die Sicherung durchgerissen, dass die Press Lady mich verbannt. Ja, fuck, sie ist auf dem Papier der Eigentümer vom Yellowjack gewesen. Sie besitzt nicht das Scheißrecht, mich zu verbannen. Und auf einmal sind alle gegen mich, wo ich mir denke, so, Freunde, was wollt ihr? Ich versuche den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Es kommt, wie es kommt. Ich bin so sauer und sag, fickt euch, geht unter mit Jack und seinem fanatischen, machtgierigen Gehabe. Das hat nichts mehr mit AOD zu tun. Für mich waren wir nur noch eine Sekte. Er schnipst, wir gehorchen. Kein Table. Ich weiß ja nicht, wie sie sich auskennen mit den Gegebenheiten eines MCs, aber große Dinge werden an den Tisch gebracht und diskutiert und abgestimmt. Das gab's nicht mehr. Das gab's mal, aber dann nicht mehr. Ja, und ich musste Asyl beim Lost suchen. Die mich niedergestochen haben und abgeknallt haben. Das schürte natürlich den Hass von Jack noch mehr. Ah. Und ich zog mich immer weiter zurück aus dem Bikerwesen. Anzug getragen, mir die Haare gemacht. Und es war elendig scheiße. Mein inneres Ich schreite jeden Tag lauter und lauter. Dann kam der Moment, als ich erfuhr, dass Jack Wilson tot war. Nun ja, wahrscheinlich eine Erleichterung, nicht wahr, nach all dem Stress. Ja. Aber irgendwo tat's weh. Mein Bruder, den ich versucht habe zu beschützen. Und ich habe alles getan. Ich habe sogar das getan, wofür ich mich am meisten schäme. Bin zu den scheiß Cops gegangen. Ich habe ausgepackt, dass sie Jack einbuchten, ihn aus dem Verkehr ziehen, weil ich wusste, ein John Santana wollte seinen Kopf. In der Southside wollten ein paar seinen Kopf. Das AOD hatte große Probleme mit den Ballers oder wie die sich da nannten. Und ich wollte ihn einfach nur zur Schusslinie kriegen. Wenn ich wusste, er ist im Knast, ist er sicher erstmal. Und vielleicht besinnt er sich. Aber irgendwie ging alles aus dem Ruder und ich hatte nicht mehr die Kontrolle darüber. Und natürlich behalte sich die Bullen unfähig wie immer. Ich habe ihnen einen perfekten Mord und alle Beweise dafür gegeben, dass Jack Wilson diesen Mord begangen hat.
Sie wollten ihn lieber für Mord hinter Gitter sehen als tot, oder? Lieber hinter Gittern und lebendig als tot, oder nicht? Nun ja, das kommt auf den Blickwinkel an. Natürlich. Ich wollte nicht, dass mein Bruder stirbt, obwohl ich ihn so gehasst habe. Obwohl ich ihm am liebsten die Fresse eingeschlagen hätte. Obwohl ich wusste, dass er Leute auf mich ansetzt. Mich sucht. Wenn er mich kriegt, dass er mir das Schlimmste antut, was man nur tun könnte. Wollte ich nicht, dass er stirbt. Also packte ich auf. Über Pfiffi. Und ich weiß, dass der Name ihn auch was sagt, Mr. Ape. Aber keine Angst. Ich bin nicht dumm. Ich habe Pfiffi komplett auf Jack geschoben. Denn Jack hat einen Fehler begangen. Er hat sich ein Souvenir mitgebracht. Die gottverdammte Zunge. Und ich war derjenige, der sie in den Kühlschrank gepackt hat, in diesem scheiß Liquid Store. Die Bullen haben sie sich, weil ich sie ihnen gegeben habe. Und ihr Name ist oft gefallen. Und immer wieder habe ich gesagt, Mr. Napier hat nichts mit AOD zu tun. Weil ich nicht dumm bin. Und jetzt bin ich wieder hier. Bin abgehauen vor einem halben Jahr, weil ich einfach... Ich hatte keinen Club, ich hatte keine Freunde, ich hatte nichts und niemanden. Ich habe aufgegeben. Bin in irgendeine Stadt nach Amerika, wieder richtig rein da. Tennessee, erst bei der Familie. Fuß fassen. Mein inneres Ich wurde immer lauter. Ich habe nachgegeben, habe mir von meinen letzten verdammten Dollar ein Ticket hierher geholt. Bin hier gelandet und sehe einfach nur, dass das AOD so gut wie erloschen ist. Und fuck, wenn ich eins tun kann noch für Jack Wilson. Den Mann, den ich geliebt habe als Bruder, bevor er dieses machtgierige Schwein wurde, dann werde ich diesen Club wiederbeleben. Mit allen Mitteln. Ja, nun, das klingt tatsächlich nach einer recht ehrenwerten Aufgabe. Sie haben, ich nehme an, Sie haben die aktuellen Überbleibsel des zeitigen AOD kennengelernt, ja. Ich habe mit Peter Shark geredet, der war ja Press oder vom AOD, was da übrig blieb. Nachdem JJ, ich weiß seinen Nachnamen nicht, Press war und verschwunden ist, hat Peter alles übernommen und Peter war nie der Anführer. Er ist alt, er hat sein Leben gelebt, er will einfach nur Ruhe. Er hat es übernommen, aber ich weiß, dass sie vom Lost geschluckt werden in der East Side. Ich weiß auch, dass es in Vespucci ein Chapter von Lost gibt und dass es da etwas Probleme gibt. Also tatsächlich, bin ich... ja. Ah, da hört über Todesfälle sogar. Also bin ich zu Peter hin und er hat gesagt, hey Jimmy, alles cool, oh. Freude strahlend, aber alles. Und ich habe gesagt, pass auf, ich habe was vor, ich will das AOD wiederbeleben. Da oben im Norden. Und er meint, ja, er ist dabei mit ein paar anderen. Er hat ja auch noch die Kutten und den Zugang oben zum Tisch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat doch keinen Bock. Er verweist mich manchmal zurück. Antwortet nicht, ruft nicht zurück, wo ich mir denke, so, was habe ich dir getan? Klar, ja, ich war weg, es tut mir leid, ich habe mich bei ihm entschuldigt. Bei all meinen Freunden, bei meinen damaligen Brüdern, die noch jetzt sind, das ist nur Peter. Ich habe mich von letzten entschuldigt und will alles wieder gut machen, versuche ich zumindest. Aber ich habe das Gefühl, er vertraut mir nicht. Nun, ihr kennt ja die Geschichte denn. Er kennt die Geschichte, aber ihm interessiert ihn nicht. Er sagt, Jack war ein Schwein. Hallo. Störe ich Sie gerade, die Herrschaften, oder? Ah, Mr. Pellegrini, kommen Sie ruhig neben mich. Aber ich glaube, entweder interessiert ihn das nicht oder er vertraut mir nicht. Auf jeden Fall, ich komme nicht an die Kutten ran. Ich würde Press werden, aber wenn man mich wählt.
Da zu den wichtigsten Aufgaben erstmal gehört, muss mir Freunde schaffen. Und also versuche ich jetzt die alten Freundschaften und Geschäftsbeziehungen, die auch wenn sie nur gering waren, wieder hochleben zu lassen. Dazu gehörten auch Sie, Mr. Nick. Und dann habe ich vielleicht noch ein Gespräch mit einem hitzkopfigen Mexikaner, worauf ich mich nicht so freue, aber wenn er sich meldet, werde ich auch das tun. Ein hitzköpfiger Mexikaner, sagen Sie? Mhm. Wer genau soll das sein? Von Übersee? Also sagen wir so... Ah, er hat ein großes Schiff, ein paar schwarze Laster. Ja. Machen Sie sich dahingehend keine Sorgen, dass er von der Sache mitbekommen haben könnte mit Mr. Fifi. Ja, doch, aber ich werde ihm das gleiche sagen, wie ich ihn gesagt habe. Diese beiden Namen habe ich rausgehalten. Den hat Jack Wilson alleine umgebracht. Und die Zunge, die ich dem LSPD gegeben habe, war im Liquid Store, was ja bekannt war als weiter Sitz vom AOD. Nur leider waren die Bullen wieder zu blöd und zu langsam. Und ja, ich weiß, ich bin eine Ratte. Ich habe bei den Cops ausgepackt und dafür schäme ich mich am meisten. Ich tat das alles nur, um meinen Bruder zu schützen. Ja. Nun, aktuell pflege ich eigentlich recht gute Beziehungen zu den Rockerclubs hier in dieser Stadt. In meinen Lost Chaptern? Nun ja. Ich würde behaupten, dass sich so einiges getan hat hier, seitdem sie weg waren. Ja, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Auch von den Mördern, von ihrem alten Freund Mr. Wilson gibt es hier weit und breit niemanden mehr. Ja. Die Stadt lebt weiter. Nun. Grundsätzlich freut es mich erstmal, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Auch Ihre Ambitionen hören sich gar nicht mal so verkehrt an. Ich kann es mir durchaus recht gut vorstellen, dass Sie solch einen Posten bekleiden und einen, solchen Motorradclub wieder zur alten Stärke heranführen. Aber jetzt kommt das Aber. Nun ja, ich bin ja nicht allzu vertraut mit den Geflogenheiten in solchen Rockerclubs. Darum geht's ja jetzt nicht. Es geht darum, dass das AOD ja die Augen auffällt oben im Norden oder gehalten hat und... Ich weiß, mit wem sie verkehren und wer, ich nenne es jetzt mal hier, Boss ist. Das hat Jack mir erzählt. Und ich glaube mal, Informationen sind in dieser Stadt immer noch viel wert. Richtig? Durchaus. Sehen Sie. Und wenn Sie Informationen aus dem ganzen Blaine County Bezirk bekommen, was da vor sich geht, ob sich da wer rumtreibt, egal ob es jetzt nur ihre Interessen sind oder nicht, wird immer hilfreich, oder? Ich sag ja nicht, dass wir uns jeden Tag mit Küsschen begrüßen sollen, aber einfach nur Nettigkeiten austauschen. Ja, das klingt gar nicht mal so verkehrt. Und ansonsten habe ich vielleicht noch weitere Informationen, die nicht uninteressant sind. In Bezug auf Zeugenschutzprogramme. Sie wissen auch, ich war Inhaber vom Cut and Curl. Und irgendwo, wenn Leute in ein Zeugenschutzprogramm vom LSPD kommen, müssen die umgestylt werden.
Ich weiß nicht, ob das Katakul diesen Auftrag immer noch hat, aber wir hatten den. Eine unbekannte Person muss umgestylt werden. Heißt also, ob es das Katakul noch macht, weiß ich nicht, aber einer der Friseure hier in der Stadt arbeitet definitiv mit dem LSPD zusammen. Ob ihnen das jetzt nützlich ist, weiß ich nicht. Ja, zu schade, dass sie solch ein Unternehmen nicht mehr führen, nicht wahr? Ja, letzten Endes, das war auch nicht meins. Ich habe nur Buchhaltung gemacht. Und selbst daran bin ich nicht der Beste. Worin ich gut bin, ist Bier trinken, Bike fahren und ein Schwein sein. Das, was wir im Norden am besten können. Nun ja, ich weiß ja nicht, wie hoch sie beim EOD hochklettern möchten, aber anscheinend ist es aktuell so, dass es dort einmal... Die Männer sind sehr leicht zu überzeugen zurzeit. Ich glaube nicht, dass jeder hinter Mr. Shark steht. Ja, das Problem ist nur, ich sehe keinen von denen. Peter sagt mir immer, ja, da gibt es die und die und die, aber ich sehe keinen. Sind nicht im Yellow. Ich bin jeden am Yellow und trinke Bier dort. Yeah. Ich sehe da nur diese Hobbybiker. Aber keine Kutten. Viele sind nicht mehr da. Ich bin mir gar nicht sehr sicher, ob sie überhaupt ihre Kutten noch tragen dürfen, seitdem sie ein Bündnis mit dem Lost MC. Naja, soweit ich weiß, gab es ein Patchover. Das heißt, die Leute, die AOD-Kutten getragen haben, tragen jetzt die Lost-Kutten. Dodi, danke für den Host. Aber den Press vom Lost MC in der East Side, Zack Feller, trifft man gar nicht mehr an. Weil Herr Shark meinte, das läuft alles über Zack, wo ich mir denke, was hat ein Press vom Lost über die Kutten vom AOD zu bestimmen? Nichts. Und letzten Endes ist es, ich bin ein One-Percenter vom AOD. Und ja, ich habe viel Scheiße verzapft, aber verdammt nochmal, ich will alles wieder gut machen. Und ich werde alles wieder gut machen. Ob ich diese verdammten Kutten kriege oder nicht. Ich stehe für den AOD. Und wenn ich nur diese rote Kutte trage. Ja. Nun, abseits von ein paar Informationen, wie könnte ich Ihnen noch helfen? Ich bin nicht hier, um Ihre Hilfe jetzt so. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Und gucken. Ob es noch Freunde gibt von früher. Nun ja, so viel kann ich Ihnen sagen. Grundsätzlich sage ich nicht nein zu einem lukrativen Geschäft. Das sieht schon mal gut an. Klar, der AOD braucht Zeit, Geduld und viel Schweiß. Weil der Ruf vom AOD ist grauenhaft. Aber das ist mir egal. Ich führe ihn wieder dahin, wo er mal war. Für Jack und alle anderen. Und wer mir in die Quere kommt, der wird mich kennenlernen. Weil was dieser Stadt auch fehlt, ist ein bisschen Dreck bei den Fingernägeln. Mit Whisky trinken die meisten hier noch Prosecco. Ja, da sagen sie was. Und wir beide wissen doch, wie es früher hier ablief. Die Polizei regiert die Stadt. Das ist sehr beeindruckend. Empfinden Sie es so, ja? Hier in der Stadt schon. Also wenn man, sobald man ein paar Mal mehr auf dem Tacho hat, dass einem gleich 3-4 Polizeiautos folgen, da war ich schwer beeindruckt.
Aber oben in Sandy's Haus, da gibt es nur diesen Clown von Sheriff und seine Hilftullis da. Oh, Pacino ist da. Ja, das ist ein Einwand, ja. Wer weiß, vielleicht brauchen sie mal jemanden, der Müll entsorgt und in die Wüste ganz gut da oben. Nun ja, alles zu seiner Zeit. Natürlich, natürlich. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Lassen Sie uns doch anstoßen auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Auf jeden Fall. Auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Salute. Guter Stoff. Und der Kellner konnte mir nicht sagen, was das für einer ist. Nun ja. Hauptsache, es lässt sich gut runterspielen, nicht wahr? Das ist wahr. Gut, alles klar. Leider habe ich jetzt noch einen weiteren Termin, Mr. Pearson. Aber kein es hat Problem. Mich wirklich sehr gefreut. War meine Ehre, wie immer. Ja, ich begleite Sie noch kurz runter. Natürlich. Ich find's cool, dass er wieder da ist. Ich fand ihn damals schon cool. Gut, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Wünsche ich Ihnen ebenfalls. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Witzige Geschichte, nicht wahr, Joseph? Witzige Geschichte. Guten Abend. Guten Abend, Herr Neppe. Ich bin auf dem Weg der Besserung, um ehrlich zu sein. Ja. Apropos Besserung. Wie geht's Ihnen denn gesundheitlich? Nee, Peter, kommt jemand. Entschuldigung, eine bescheidene Frage, aber könnte jemand aufschließen? Ja, durchaus. Dankeschön. Scheint wohl so, als hätte der Kellner Feierabend gemacht. Ja. Ja, ungünstig. Ich bedanke mich. Oder, ja, danke. Ja, wo ist der? Wo ist der? Einfach mal eingeschlossen. Tatsächlich Feierabend gemacht, ey. Hat er sich nicht... Hat er echt Feierabend gemacht? Wer läuft denn da? Wer läuft denn da? Oh. Hat er's gesehen? Kann mir einer aufmachen vielleicht? Nee. Nee. Guten Abend nochmal, Herr Napier. Ich würde mich gerade mit Ihrem Freund hier unterhalten. Ja, tatsächlich. Er arbeitet für Sie im Kabarett, habe ich gerade erfahren. Ja, ganz genau. Er war einer der Darsteller bei der Aufführung gewesen. Ja, das weiß ich noch. Wir haben gerade auch festgestellt, dass er ja gerade nicht im Auftrag vom Kabarett, sondern von Ihnen ist wahrscheinlich. Ja, nun, er war mein Fahrer für heute gewesen. Was machen Sie denn sonst so? Hey, wie war das? Chernobog, Evgenievski, Medvedev. Medvedev. Medvedev, okay. Hier. Petty D, danke für die Frage. Was ich sonst mache. Oh, dankeschön und vielen Dank für die Glückwünsche. Ich putze bei Dreck und weg.
Ehrbarer Beruf. Gut bezahlt, oder? Mache das nicht fürs Geld. Sondern, weil sie Unordnung hassen, oder? Ja, auch. Aber weil die kleinen Arbeiten einen an der Realität festhalten lassen. Wie dieser Schmerz im Rücken, der einem zeigt, dass man am Leben ist. So zeigt die niedere Tätigkeit. In manchen Augen niedere Tätigkeit. Auf, dass man auch nur aus Fleisch ist. Interessant, warum müssen Sie sich denn erden? Heben Sie sonst ab, oder? Keinesfalls. Aber es ist einfach... Was machen Sie denn sonst so, dass Sie den Ausgleich brauchen? Wenn ich den Ausgleich brauche, wie meinen Sie, ob ich Hobbys habe? Sie haben ja gesagt, Sie machen den Job, um den Ausgleich zu haben, um an der Realität festzuhalten, aber... Ja. Müssen Sie irgendwas machen, damit das nötig ist, oder? Ich mache gar nichts. Andere Leute machen Dinge. Das heißt, Sie sind eigentlich ein Schmarotzer, aber gehen arbeiten, damit Sie kein Schmarotzer sind, oder? Das war nicht so gemeint. Ja, dann, wie war es denn gemeint? So was ist so eine einfache Frage. Was machen Sie den ganzen Tag? Sie werden ja nicht nur putzen gehen. Nun, ich genieße das Leben. Trinke Kaffee in meinem Lieblingslokal. Ein Lebemann sozusagen. Ja. Yeah. Diese Kleinigkeiten finanzieren Sie sich durch Ihre Arbeit, die Sie aber nicht benötigen, weil Sie Vermögen haben, oder? Nicht wirklich Vermögen haben, aber ich kann von meiner Arbeit das, was das abwirft, in Ordnung leben. Nur das ist nicht die Motivation hinter der Arbeit. Muss sinnorientiert sein. Wenn die Arbeit nicht sinnorientiert ist, ist man ein Sklave. Wenn man keinen Sinn in seinem Tun sieht. Und ich lasse mich nicht von Geld versklaven. Naja, aber in den Tag reinzuleben und... hier und da mal seine Kaffeebedürfnisse zu decken, das ist jetzt auch kein erstrebendes Leben, oder? Bin auch ein wenig nervös, Obseker. Vielleicht, aber. Nun, ich sage nicht, dass, wenn sich Gelegenheiten bieten, diese nicht natürlich auch am Schopfe gepackt werden. Das heißt, sie machen sich nicht aus Geld, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das ist nicht, was mich im Endeffekt glücklich macht. Oder was meine Bedürfnisse befriedigt. Liebe Ordnung, Respekt, Prestige, Macht, das sind hübsche Dinge. Aber um diese weite Schlucht zwischen mir und jetzt und dem mir in der Zukunft mir vor Augen zu führen, brauche ich einfache Tätigkeiten, die mich erinnern, wo ich stehe. Um nicht arrogant zu werden. Das ist schwach. Wenn Ihre Ziele sind, dass Sie Macht haben, Prestige und die anderen Sachen, die Sie aufzählen, dann sollte diese Schlucht vielleicht mit Ehrgeiz, Arbeit und Ambitionen versehen werden und nicht mit niederen Tätigkeiten, die man macht, um am Boden zu bleiben, für Sachen, die man noch gar nicht erreicht hat. Und heutzutage bei uns im Kapitalismus Macht ohne Geld zu haben,
Wäre eine Seltenheit, habe ich gesagt. Ja. Weil es das ist, was andere wollen. Das Geld. Interessant auf jeden Fall. Danke für die Unterhaltung. Danke. Ihr neuer Fahrer ist er. Ja, durchaus. Was sehen Sie in dem? Nun ja. Er ist jemand mit einem hohen aggressiven Potenzial und ich glaube, dass man ihn dahingehend gut einsetzen kann. Was haben Sie denn heute noch vor mit dem? Nun ja, eigentlich wollte ich ein wenig mehr Zeit damit verbringen, ein wenig mehr einschätzen zu können. Dahingehend hat er mich zu ein paar, naja, Kleinigkeiten begleitet. Hat das Gespräch geholfen gerade? Nun ja, es war ziemlich hoch angesetzt gerade, nicht wahr? Und ich bin dazu gestoßen, aber mehr oder weniger, ja. Der erzählt irgendwas von seinen Zielen und dieser Schlucht, die zu erreichen, weil er die überwinden möchte, um die zu erreichen und seht ihr irgendwas, das am Boden bleiben muss? Obwohl er gar nichts macht und nichts erreicht hat. Das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen, aber gut. Nun ja, der Mann war in seiner Heimat Soldat gewesen und hat wohl dort einiges mitmachen müssen. Dinge, die seinen moralischen Kompass ein wenig neu ausgerichtet haben. Und so wie ich das Ganze mitbekommen habe, ist er dahingehend auf der Suche nach seiner Neuausrichtung und nach jemandem, der ihm vielleicht dahingehend einen kleinen Stupser geben könnte in die richtige Richtung. Ja, warum nicht? Der hat noch was zu tun für den. Nein, er hat in den vergangenen Tagen Mr. Washington und Mr. Hall geholfen bei der Sache mit der Mr. Apache. Die Maxwell oder Waynes oder irgendwie in Deutschland erreicht? Nein, kein bisher. Gut. Sehr vertrauenswürdig, oder? Nun ja, Stand jetzt hat er noch nicht das Gegenteil bewiesen. Im Gegenteil, er hat sogar Blut schon gelassen. Ich hatte den Mann als ein kleines Geschenk zu den Iren geschickt, da diese offenkundig eine Rechnung mit ihm offen hatten. Und, sie hatten da was in die Richtung erwähnt schon. Ja gut, dann kann er uns ja mal kurz helfen, ein paar Klamotten zu mir zu bringen. Im Kofferraum sind die, ja? Die, genau. Fahr mir doch hinterher. Mhm. Und nimm den Tschernobyl mit da. Ja. Yeah. Nee, Peter, sie kommen bei mir mit. Ja, yeah, alles klar. Ich nehme dann mit. Weißt du, wo ich wohne, Peter? Achso, aber Sie haben jetzt nicht in kurzer vergangener Zeit jetzt irgendwie Standort gewechselt. Ich glaube nicht, oder? Nein, nein. Okay, alles klar. Tschernobyl. Wollte mich heute noch unterhalten mit dem. Ja, alles klar. Wo eventuell kannst du den heute noch einsetzen irgendwo? Scheint mir gierig darauf zu sein, hm?
Ja, wie gesagt, der Mann hat irgendwie sehr viel in sich stecken und bräuchte ein Ventil, wo er das rauslassen kann. Gut. Sollen wir ihn vielleicht nicht so lange mit Pelle allein lassen, nicht, dass er noch was in sich stecken kann. Ist das der Vukovic-Auto? Ja, soweit ich weiß schon. Kann nicht parken, der hier, oder? Ach du Scheiße. Joi, da los. Vorhin hatte ich eine recht interessante Unterhaltung gehabt. Wer? Mit wem? Nun ja, das war Mr. Pearson gewesen. Der damalige Stellvertreter von Mr. Wilson. Vom EOD. Er ist jetzt wieder hier und möchte dem EOD zur alten Stärke verhelfen. War das der eben, ne? Ja. Ja, unterhalten wir uns gleich ein bisschen. Party scheint gut zu sein. Ich habe gerade ein bisschen Angst, wenn so viele da stehen, ob es einen Bug gerade gibt halt. Apartment 7. Mein Fahrer. Ja, was soll ich denn sagen? Ich war sein Fahrer. Gut, Schuhe aussehen. Ich hoffe, ich habe nichts Unangenehmes gesagt. Nun ja, das kann ich nicht sagen, ich war nicht dabei. Und wenn du es hast, dann bist du schon gut vorbereitet. Schnippschnapp. Sagen Sie, kannten Sie diesen Rocker? Nein. Nun, er gehört zum EOD. Haben Sie dahingehend Kontakte zu jemandem? Existiert der überhaupt noch? Nun ja, Sie haben sich untergeordnet. Untergeordnet. So nennt man das heutzutage. Das sind doch die von Yellowjacket, oder? Ja. Mr. Pillerman und der Shark.
Ja, Mr. Pillermann, ganz genau. Was meinen Sie, wer hat eher das Sagen dort? Mr. Shark oder Mr. Pillermann? Kommt darauf an, wer oben liegen darf. Ja, das heißt, die beiden sind eng miteinander, oder wie soll ich das verstehen? Ja, ich kann da jetzt keine Hierarchie ausmachen. Ja, ich verstehe. Ja. Ich überlege, ob ich so assi sein soll, zu sagen, so, setzen Sie sich ruhig. Darf ich ans Telefon gehen? Ja, natürlich. Grüßen Sie. Wieso fragt mich jeder wegen meinem Scheißhals? Mir geht's gut. Ihre Schuhe sind sauber, nehme ich an, oder wieso dürfen Sie die anbehalten? Naja, man hat mir einen Schlauch in den Hals gerammt. Ich muss auflegen. Hattest du nicht gesagt, du hast noch irgendwas anderes? Was aus dem Schnitt fällt oder so? Etwas, was aus dem Schnitt. Ja, gut, ich hab noch etwas bei mir rumliegen, aber das kann ich Ihnen nicht zutrauen. Das sieht lächerlich aus, tatsächlich. Aber no, ansonsten. Alles Weitere müsste ich dann nochmal ranschaffen. Der gut, wird jetzt mal reichen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit dem Ersatz. Der hervorragend. Das ist ja 1:1 das, was ich haben wollte. Ja, hervorragend. Das ist eine Kunst, wenn man einmal den passenden Schnitt gefunden hat, dann sollte man sich davon nicht trennen, finde ich. Noch die Diversität wird überschätzt. Das stimmt. Oder was sagen Sie dazu? Sie sind gemeint, ja. Also, no, das ist... Medvedev. Wie wird das nochmal ausgesprochen? Medvedev. Haben Sie auch einen Spitznamen? Chorny. Wie, horny? Чорні. Я говорю. Чорні. Ich passe. Ja, im Kabarett nennt man ihn noch Johnny. Tatsache. Was sagen Sie dazu? Sind Sie ein Anzugträger oder ausnahmsweise heute? Ich bin eigentlich Anzugsträger. Das unterstützt die Haltung. Wechseln Sie da öfter durch oder tragen Sie lieber denselben Schnitt regelmäßig? Tatsächlich, das Jackett bleibt meistens gleich, jedoch das darunter arrangiere ich. Ja, warum nicht? Nein. Ist halt Arbeitskleidung. Aber zu tauschen sollte man den schon, das ist klar, aber... Warum sollte ich mir verschiedene Anzüge kaufen, wenn ich mir 10-mal denselben kaufen kann? Habe ich nie verstanden, aber egal. Gut, dann raus hier. Wollte Hall nicht nur eine Uhr haben, irgendwie? Ja, yeah, er fragte danach. Ich guck mal kurz.
Ja. Ich habe hier so ein Billigding von Maxwell geschenkt bekommen für $1,500 oder so. Ja. Yeah. Gib das Haul einfach. Ja, das werde ich ihm so geben. Was war das denn? Alles klar, Mann. Hau rein. Hallo, ciao, Mann. Guten Abend. Ja, illustre Truppe. Ach, ja. Ich hänge an der Wohngegend, aber ich glaube, ich sollte irgendwann mal umziehen. Ja, es scheint immer weiter bergab zu gehen, nicht wahr? Ja, oder wir müssen mal aufräumen hier. Gut. Mr. Horny. Ich hätte mit Herrn Nebier noch was zu besprechen. Ja. Angenehmen Tag. Einen Moment noch. Können Sie den Mann noch gebrauchen für irgendetwas? Falls nicht, finden Sie doch mal raus, was beim Tequilala passiert ist. In Ordnung. Angenehm. Warten Sie. Mein Gott, rennen Sie doch nicht mal weg. Ja. Jetzt nicht die Welt reinstecken, aber. Trinken Sie eine Kleinigkeit, ja? Sehr gerne. Dann bis später. Ich denke jemals, das würde mich jetzt mal interessieren. Ganz in Auto. Ja, war bestimmt Tausender oder sowas. Sonst hätte ein dämlicher Name Horny, oder? Naja. Ja. Yeah. Wo findest du sowas immer? Nun ja, er hat sich halt mit dem Namen im Comedy Club gemeldet gehabt. Ja. Pellegrini, du fährst. Krieg schon richtigen Tennisarm vom Tür aufmachen, muss ich sagen, in letzter Zeit. Wo darf's hingehen? Signor Pacino? Wir fahren. Achso. Hat da einer überhaupt eine Karte für oben? Ja. Oben? Ein paar Liter. Ja, ich sollte eigentlich noch. Wobei, nein, habe ich gar nicht. Nun, warten Sie, das habe ich Mr. Washington wiedergegeben. Ach so, Sie meinen diese Herberge da oder wie? Ja. Ich müsste. No, ich habe, glaube ich, auch keine bekommen. Der war ungünstig. Moment, lassen Sie mich mal kurz im Geldbeutel nachschauen, aber ich glaube nicht, dass deine. No, sieht schon. Meine, ich hatte Ihnen das gesagt, dass er. Naja, egal. Gut, dann fahren wir halt nach hinten. Hast du gerade hier um die Ecke, ja? Ja, zur Mitte. Die. Hat Maxwell irgendwas gesagt, ob gestern die Geschäfte noch irgendwie vorangetrieben werden konnten? Nein, ich habe von Mr. Maxwell nichts gehört. Hier oder gerade hinten? Nach hinten.
aber doch nicht ganz verlernt. Eigentlich Pelles Aufgabe, der Sack ist einfach stehen geblieben. Oder Pellegrini. Wie? Geh mal zu diesen Mauern hier und hör dich ein bisschen um mit dem Tiki-Lala. Nicht, dass ich dich nicht dabei haben will, aber mach dir mal einen Eindruck von denen. Mhm. Du wirst mal relativ schnell warm mit den Leuten und die sind dann manchmal anders als in unserer Gegenwart. So die Nummer von dem, oder? Ich hab. No. Ich glaube nicht. Sind sie mir ergeben, oder ne, wir? Ja. Nun ist es die 223-963. 223-963. Ja. Okay, perfekt. Ja. Bau eine kleine Bindung mit denen auf. Und, je nachdem, wie Nepi das sagt, triff dich ab und zu mit denen. Wie gesagt, manchmal sind die anders bei dir als bei uns. Du hast ja so ein Talent für Leute, gewissen Schabernack rauszukitzeln. Ich werde mich mal umhören. Ich hatte schon mal ein Gespräch, aber es ist etwas länger her. Seit das er aufzufrischen. Ja. Sie. Gut. So ein bisschen Geld dabei, oder? Ja, um die Ecke ist ja gerade ein Automat, ich hole ein bisschen sie. Ja. Kein Problem. Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr anstecken. Alles klar. Gut, dann Wir sehen uns. Es war anscheinend nur eine Rangelei von Gangstern da drinnen, die unhöflich geworden sind. Ja, warten Sie. Und sich dann gegenseitig die Fresse einschlagen haben. Ja, Mr. Pellegrini wird zu Ihnen kommen. Ja, also ich bin jetzt am Lille Italien, oder soll ich... Ja, nun, Sie sollten ihn sehen, er kommt jetzt hoch zum Italien. Dann bis gleich. Okay, bis gleich. Ach, lass uns. Ist auch eine Zigarre, oder? Nein, ich habe aktuell keine bei mir. Ob du eine möchtest, habe ich gefragt. Also, wenn Sie so fragen, dann bejahe ich das so. Keine Ahnung, wo Pelle die her hat, aber... Mann. Dafür liebe ich ihn. So, wie sieht's aus? Wir hatten nicht so viel Zeit, alleine zu sprechen. Gerade seit... wir deine Position offiziell gemacht haben. Gib mir einen Eindruck davon. Wie siehst du deine Position gerade? Wie ist die Stimmung unter den Männern? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Nun ja. Was die Zusammenarbeit an sich geht, haben wir zurzeit keine Probleme. Es scheint mir so, dass jeder seine Aufgaben hat und weiß, was er zu tun hat. An manchen Stellen verliere ich manchmal die Übersicht über Mr. Maxwell und Mr. Raines. Auch, dass Mr. Raines jetzt ein paar Tage gefehlt hat. Zusammen mit Miss Prince. Ne, ich denke, das ist zurückzuführen auf seine Verletzung, oder? Ja, das ist eine
Möglichkeit, die ich auch in Betracht gezogen habe. Grundsätzlich, nun ja, seit dem Abend haben wir, also Mr. Horn, Mr. Washington und ich, wir haben ein paar Augen auf Mr. Rains und Miss Prince. Grundsätzlich, kein großes Problem, aber, sie waren halt ein wenig zögerlich. Dahingehend hatte ich im Nachhinein ein Gespräch mit Mr. Rains geführt. Und dabei auch mit Mr. Maxwell. Da die beiden die meiste Zeit miteinander verbringen halt. Logischerweise. Ich habe versucht, Mr. Maxwell oftmals in der Vergangenheit den Rücken zu stärken. Versucht, ihm zu zeigen, dass er eine wichtige Position begleitet. Aber ich bin mir unsicher, ob er dies zu schätzen weiß. Adonia. Mr. Hall und ich haben überlegt, ob vielleicht diese schnelle Entwicklung jetzt gegen Ende mit Mr. Apache und Mr. Caesar etwas mit Mr. Maxwell hätten zu tun haben können. Er hat seine Schwester so lieb grüßen lassen, als Mr. Apache da war. In dem Moment kam mir der Gedanke. Ich empfand es als ein wenig untypisch in dem Moment. Also, ich habe keinen Grund, an Maxwells Loyalität zu zweifeln. Mit Rains konnte ich nicht reden seit dieser Sache, aber wir werden sehen. Ja. Das mit Prince hat mich natürlich auch etwas nachdenklich gemacht. Allerdings in Anbetracht einer Überreaktion. Hätte sie vielleicht auch bei anderen gezweifelt. Hast du sonst das Gefühl, dass jemand an dir zweifelt, an deinen Befehlen? Oder generell an Sachen, die du machst? Ja. Nun, bei Mr. Washington bin ich mir stark unsicher ab und an. Grundsätzlich gehen wir gemeinsam an Geschäfte dran und machen uns da auch Gedanken dahingehend. Aber ich habe das Gefühl, dass er mir oftmals Dinge verheimlicht und im Gegenzug vieles von mir wissen möchte. Des Weiteren hat es auch ein paar Mal Probleme gegeben mit der Beziehung von Miss Spooky. Es gab Kleinigkeiten, wo er sich mehr dafür ausgesprochen hat, als für das Geschäft an sich. Ja, das war zu erwarten. Dabei hatte ich das Gefühl gehabt, dass Washington durch die Position und auch den Kontakt zu Spooky etwas aufgeblüht ist. Er nimmt selber viele Dinge in die Hand. Er schafft Kontakt daran. Er macht mehr als früher. Ich habe die Entwicklung positiv gesehen, aber natürlich kann auch sein, dass er konkurriert mit dir. Nun ja, von der Arbeit her kann man ihm keine Vorwürfe machen. Das erledigt er alles bestens. Aber auch vieles eigensinnig.
Der ändert sich nicht an Absprachen, oder? Wieso eigensinnig? Ja, nun ja, die Sache mit der Boutique zum Beispiel. Ich meine, ich hätte keinen Einblick, wie hoch das Risiko dahingehend ist. Aber grundsätzlich hieß es, dass wir den Konflikt zu den Rockern meiden. Aber dennoch hat das ja ins trockene Tücher gebracht. Da denke ich, muss mit den Männern ein paar Gespräche führen, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Gehe davon aus, dass sie sich auch anders verhalten, wenn du nicht in der Nähe bist. Ja, das denke ich auch. Auch die Sache mit Mr. Rains, die war mit Mr. Washington zusammen besprochen. Eigentlich hielt es für eine gute Idee, ihn zu bestrafen. Im Nachhinein vor ihnen hat es dann halt einfach anders dastehen lassen. Hast du ihn darauf angesprochen? Nein, aktuell beobachte ich das Verhalten noch. Nachdem ich den Deal offiziell angenommen habe mit Caesar und Apache, was haben die Männer dazu gesagt? Nun ja, sie waren eigentlich grundsätzlich schon in dem Moment, wo ich dabei war, mehr als zufrieden mit dem Angebot von Mr. Caesar. Und das alles ohne groß Blut zu vergießen. So. Ich hätte eher damit gerechnet, dass sie unzufrieden waren damit, dass das Angebot angenommen wurde. Aber kann natürlich sein, dass sie einfach froh waren, dass sie nicht in irgendwelche Schießereien geraten. Hat Hall doch nicht zugesagt. Nun ja, ich glaube, dass Mr. Hall der Einzige ist, der dahingehend ein wenig die Situation bedauert, sich nicht an die alten Überbleibsel der Fratellis austoben zu dürfen. So. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass sie nie das sehen, was ich sehe. Ich habe nämlich genau das bekommen, was ich wollte. Es ging mir von Anfang an nur um LSR. Alles andere ist ein Bonus. Auch beim Zusammenschluss damals mit den Fratellis ging es nur darum, näher zu kommen. Ging es nur darum, Ansprüche stellen zu können. Und auch damals ging es um LSR. Aber natürlich geht man nicht zu einer Verhandlung hin und sagt, was man möchte. Sondern man möchte ganz viel und begnügt sich damit einem kleinen Teil. Romano Recycling ist interessant. Wir können das nutzen, um dort Augen und Ohren zu haben in der Stadt. M.
Wir Leute können überall hinfahren. Ich denke, das ist kein schlechtes Geschäft, aber mit Los Santos Recycling haben wir einen Hebel. Mit Los Santos Recycling werden wir Druck auf Horizon aufbauen. Wenn ihnen die Ressourcen streichen, bis wir den Laden übernommen haben. Mit Horizon werden wir das Waffengeschäft kontrollieren auf kleiner Ebene. Wir werden das Ganze ausbauen und versuchen, dort weitere Waffen zu produzieren. Schusswaffen, Messer, alles Mögliche. Doch der Club ist nur ein Teilsegment davon. Wir werden schauen, wer dort diese Sachen weiterverkauft. Wir werden lukrative Geschäfte machen, die Leute werden daran partizipieren, sie werden verdienen, sie werden glücklich sein. Sie werden abhängig sein. Mit Los Santos Resources werden wir ein Draht zu McGillen Olsen herstellen können. Enge zusammenarbeiten, das würde ich persönlich machen können als Berater von Los Santos Resources. Mit Los Santos Resources werden wir ein Draht herstellen können zu Cypress. Resources ist der Hebel in alle Richtungen. Ja, ich verstehe. Es war immer der Hebel, aber die Fratellis haben es nicht richtig genutzt. Ich habe viel vor mit dem Club. Wir hätten die Fratellis platt machen können. Aber das wäre dumm gewesen. Natürlich besteht die Gefahr immer, dass sie irgendwann zurückschlagen, aber wir müssen einfach immer eine Nasenlänge voraus sein und wir müssen die Geschäfte so lukrativ gestalten, dass sie irgendwann nicht mehr daran denken und dass es ihnen gut geht. Wenn wir einen Feind komplett zerstören, dann entsteht eine Lücke und jemand Neues wächst nach, den wir nicht beurteilen können, den wir nicht beeinflussen können. Im Gegenteil, mit den Mongols können wir ein florierendes Geschäft in die Richtung aufbauen. Caesar hat mir gesagt, er würde gerne Neutralität wahren. Optimal für den Club. Ja, meinen Sie, man kann ihm dahingehend vertrauen, was solch eine Aufgabe angeht? Ich vertraue niemanden. Man kann niemanden vertrauen, Joseph. Nur der Familie. Das Einzige, was Leute dazu bringt, zu machen, was man möchte, ist ein Hebel.
Und den müssen wir immer haben. Wir müssen weiter ausbauen. Wir müssen Druck auf ihn können. Auf allen Ebenen. Und solange wir mehr wachsen als alle anderen, haben wir diesen Hebel auch immer. Ohne, ich habe das schon mal gesagt, ohne Risiken kein Gewinn. Das ist wie beim Glücksspiel. Aus einer sicheren Position kann man nie die Macht erlangen. Unmöglich. Das Einzige, was ich bei diesem Geschäft eingestehen musste, war Lusttropfen. Lusttropfen. Ich weiß nicht, ob die ihren wissen, wie wertvoll Lusttropfen ist, denn natürlich hat man auf die komplette Gastronomie, auf die komplette Partyszene Einfluss. Man kann darüber Kontakte, die Clubs herstellen. Aber es ist nur eine Randerscheinung. Ich denke, ich weiß auch schon genau, wie wir dahingehend die Beziehungen festigen. Aber eins nach den anderen. Wenn du den Männern Aufträge gibst, ich sag mal so, ich hätte natürlich auch einiges davon preisgeben können. Aber das Problem ist, dass es von den Männern dann halbherzig angegangen wird. Wenn sie wissen, dass wir den Fokus nicht auf Recycling oder auf andere Unternehmen hatten oder auf Lusttropfen, dann wären die das Ganze halbherzig angegangen. Und das hätte man gespürt. Am Ende bist du der, der entscheidet, wo es hingeht. Und es ist egal, was andere davon denken. Wenn du weißt, wo das Ganze hinführt, dann ist es egal, was sie denken. Es darf nur nie so weit kommen, dass sie dich in Frage stellen. Ich denke, dahingehend habe ich hier und da ein paar Widerworte gehört in letzter Zeit. Gefällt mir nicht, aber das werden wir zeitnah klarstellen. Ich werde mich selber um Resources kümmern. Und du solltest dich darauf konzentrieren, dass die Männer hinter dir stehen, egal was du machst. Blindes Vertrauen. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass das noch nicht da ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich den einen oder anderen daran erinnern muss, wer du bist und was du in der Vergangenheit gemacht hast. Manchmal sind Leute vergesslich. Wenn sie dich hinterfragen, dann hinterfragen sie auch mich. Ja, ich kenne das Problem, was Sie meinen. Nun ja, du siehst, wo die Reise hingehen wird.
ist nicht mehr lange. Und wir haben eine weitere große Hürde genommen. Alles notwendige Schritte. Ein anderes Thema. Ich wurde es jetzt letztens kurz angeschnitten, aber das Grab für Gassir. Ein leichtes Opfer. Ist fertig, ja? Ja, wir haben es am Sonntag, soweit es ging, beisetzen lassen. Charula, danke für dein Abo. Ja, Dankeschön. Du hattest durchklingen lassen, dass du, wie abgesprochen, von dem Unternehmen, nehme ich an, die waren dabei, oder? Aber die alleine? Ja, die waren ebenfalls dabei. Mr. Boros und sein Geschäftspartner. Ja. Und wie abgesprochen hast du die dementsprechend auf die falsche Fährte geführt, ja? Ja. Durchaus. Sie haben auch die Asse vom Schwein noch gehabt, tatsächlich, und diese ebenfalls dort verstreut. Du hast die Asche vom Schwein auf Gassias Grab verstreuen lassen. Nun ja, sie bekamen mit, dass ich von dem Schwein am Grab sprach, und daraufhin fragten sie mich, ob sie die Asche, die sie eben mal noch im Besitz hätten, ebenfalls dort verstreuen sollten. Ja, zeig mir das Grab, lass. Ja. Hast du eine Schaufel zu Hause? Nun, ich habe immer eine am Friedhof liegen, oben im Norden. Du weißt, dass du jetzt die Asche dort ausgraben musst, nicht wahr? Aber so wie ich dich kenne, wolltest du ihn auch unbedingt dorthin locken, oder? Oh, ein Gast. Wir das Auto bei mir stehen lassen. Ja, nun, wir haben unten geparkt. Habe ich das. Stand da nicht nur der. Der von Vukovic, oder? Ja, nun, ich habe nicht genau hingeschaut. Dann sollten wir das mal machen. Vielleicht habe ich ihn noch nicht gesehen wegen der Kante, aber. Da, tatsächlich, die Kante. Wissen die Männer, für wen das Grab war, oder? Ja, nun ja. Ich habe es ihnen eigentlich oft genug gesagt, aber sie haben nicht wirklich hingehört. Sie waren doch recht verwundert, dass wir das Ganze für ein Schwein abgehalten haben. Sie haben wirklich gedacht, dass unsere Leute haben gedacht, dass wir für ein Schwein ein Grab ausheben. Ja.
Nun ja, soweit ich mich zurecht erinnern kann, haben wir es nicht nur einmal den Herrschaften erzählt, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht genau, wer alles bei den Gesprächen dabei war. Ich bin mir sicher, dass wir nicht nur zu zweit waren. Ja. Nun hier. Mr. Pellegrini habe ich aufgeklärt. Aber bei den anderen hatte ich ja zu viel Spaß, sie einfach da in dem Wissen zu lassen. Ein Gast. Der... Ich denke, du brauchst das nicht aufklären. Ich werde das Ganze nochmal ansprechen in der einen oder anderen Form. Macht dir irgendwas Bauchschmerzen in letzter Zeit? Irgendwas besonders? Nun ja. Also Dinge in akuter Lage eigentlich nicht wirklich. Natürlich der Abend, wo der Konflikt mit Mr. Hall war, hat mich ein wenig zum Nachdenken gebracht und seitdem beobachte ich das Ganze ein wenig kritischer. Ebenso wie die Sache mit den Beziehungen von Mr. Vukovic und Mr. Washington. Und Mr. Washington hatte in der Vergangenheit mich beauftragt, ein Auge drauf zu werfen auf Miss Boo. Sie schien wohl nicht ganz bei Sinnen zu sein. Ein wenig überfordert mit der Leidenschaft ihrer Schwester, Menschen an Schweine zu verfüttern. Also habe ich mich der Sache angenommen und nun ja, dafür passt man sich natürlich auch seiner Umgebung ein wenig an, nicht wahr? Und trotz dieser Erklärung hatte Mr. Washington die ganze Zeit Angst, ich würde Miss Boo umlegen. Man hat es förmlich gemerkt, dass er nervös wurde, wenn ich mich mit ihr traf. Oder auch das Treffen mit Mr. Vukovic und Miss Boo in ihrer Wohnung. Mr. Washington klebte die ganze Zeit an meiner Seite. Wie wieder irgendwelche Scherze gemacht, wie sonst auch, oder? Nein, nicht wirklich. Eigentlich habe ich die ganze Zeit offen kommuniziert zu Mr. Washington. Zumal er doch sehr bewusste, worum es geht dabei. Naja, Washington mache ich mir am wenigsten Gedanken, ehrlich gesagt. Ich werde Hall etwas mehr einsetzen bei der LSR und ich habe das Gefühl, das Feuer ist etwas verloren gegangen, er braucht eine Aufgabe. Ja, dahingehend versuche ich ihn auch immer, die mit den Sachen vertraut zu machen, damit er sich vollkommen austoben kann. Ich will auch behaupten, dass das Verhältnis zwischen Mr. Hall, Mr. Vukovic und Mr. Pellegrini mit mir am besten ist. Ja. Ja, so ein Erlebnis schweißt zusammen. Dieses kleine Scarface, danke für 100 Pro. Täter da mal oben. Als du dir den Zeh abgeschnitten hast für ihn. Ja. Und dann nach dir. Nimm eine Schaufel mit.
Ja, sie steht unten an der Mauer. Ich warte dann hier. Oder wo musst du hin? Nun ja, das Grab ist hier, wenn Sie dorthin möchten. Aber wo ist die Schaufel? Na nun, die ist gleich unten an der Mauer. Sie rostet dort vor sich hin. Erfüllt ihren Zweck. Wer wie auch immer. Ich kenne mich hier nicht so gut aus, deswegen weiß ich, wo unten an der Mauer ist. Musst du da jetzt erst noch hin? Kommen wir daran vorbei. Ja, es liegt auf dem Weg. Und tatsächlich verbringe ich hier oftmals die Abende. Steht die nochmal? Nun, hier ist direkt hier das letzte Grab. Wurde die Asche am Ende drüber gestreut oder am Anfang? Die des Schweins, sagen Sie. Ist eine andere Asche verstreut worden? Nun ja, weit unter dem Grab liegt die Asche meiner Schwester noch. Aber diese ist verpackt. Dann die des Schweins, ja. Ja. Die ist oben. Oberhalb des Sargs. Na gut, dann weißt du, was du zu tun hast. Ja, ich hab das Schwein mal aus. Den Sound, ey. Nun ja, es scheint die Tage geregnet zu haben. Das Ganze hat sich ein wenig festgesetzt. Naja, wir haben Zeit. Ja. Ich werde versuchen, es mit den Händen zu lockern. Bist du geübt darin, oder? Gräber auszuheben, Mr. Pacino. Nun ja, ich weiß von dem Taxifahrer, aber... Ich habe auch schon davon gehört, dass du... dich anders entledigst. Ja, durchaus. Nun, man versucht oftmals die Gewohnheit noch ein wenig zu verändern. Man weiß nie, welcher Profiler einem im Nacken sitzt, nicht wahr? Davon ab musste ich früher oftmals die ganzen Tiere von meinen Eltern verstecken, die ich um die Ecke gebracht hatte. Dies tat ich dann oftmals bei einem ähnlichen Platz wie diesen.
Diese Idee kam mir tatsächlich in New York wieder, als ich keinen Zugriff hatte zu einer Fleischerei. Infolgedessen, Sie wissen ja, wie die Gräber dort in der Großstadt sind, oftmals sehr weitläufig. Nachts sind sie dort relativ ungestört. Man versucht sich eigentlich in der Regel ein frisches Grab auszusuchen, damit es nicht so auffällt, wenn die Erde so aufgewühlt ist und neu wirkt. Und selten wird so ein Grab schnell ausgegraben. Wiederholt. Ja, ich muss gestehen, bin da auch nicht ganz ungeübt drin. Aber es war selten feierlich. Nun ja, jeder so, wie er es mag. Lebendig ist es oftmals das Interessanteste, zuzuschauen, wie jemand vergraben wird. Allerdings muss man dann oftmals auch eine gewisse Zeit dort noch verbringen, um zu schauen, dass derjenige nicht auch wieder rauskommt. Nun ja, ich habe schon einige erlebt, die ihr Grab selbst schaufeln mussten, allerdings am Ende waren sie in der Regel tot. Nun ja, man kann es auch so sehen. Und dann hat man eben zweimal das Vergnügen, jemanden umzulegen, nicht wahr? Naja, Vergnügen. Ein notwendiges Muss, würde ich sagen. Ich bin aber noch klassisch. Etwas Gewichte, ein Seil und tiefes Wasser. Den Rest machen die Fische. Allerdings mit der heutigen Spurensicherung ist eine ordentliche Lösung auch nicht schlecht. Eine gute PET-Tonne. Ja. Nun, Mr. Jaworow erzählte mir von dieser Leidenschaft, Menschen im Meer zu versenken. Allerdings war ich noch nie ein großer Fan davon. Das Meer ist immer so still und leise dabei, wenn sie untergehen. Man erhascht immer nur einen kleinen, kurzen Blick, bevor sie in die tiefe Dunkelheit verschwinden. Deshalb habe ich einst mal eine Familie in einem Pool ertränkt. Ja, da haben wir es ja schon. Oh, ein Gast. Ich nehme an, ich soll es entsorgen, ja. Ja, Sir, du willst sie auf die Vitrine stellen. Nun, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich werde es kurz wegbringen.
Du hättest ruhig sagen können, dass es dir eine Teamleistung gewesen ist, Joseph. Schließlich gab ich dir die Inspiration dazu, die kleinen Kälber in den Pool zu werfen, nachdem die großen Lämmchen drin waren. Ich erwarte eine anständige Dekoration, Herr Nebel. Ja, gewiss doch. Ich werde gleich morgen mich um frische Blumen kümmern. Thank you.
Sie haben sich nur gestanden, oder? Ja, eher durchaus, so kann man sagen. In der Vergangenheit war ich mit ihr oft hier gewesen. Hier, in diesem Grab, oder? Ja, durchaus. Welche Ironie. Ich weiß noch, wie sie zu uns gekommen ist. Ich weiß auch noch, wie sie den ganzen Ärger verursacht hat. Aber alles nichts, was man nicht verzeihen hätte können. Diese Liaison mit diesen Mosquera. Oder mit diesem Enrique. Ja. Und sie wusste zumindest oftmals, jemanden auf Trab zu halten. Ja. Ich habe sie geliebt wie eine Tochter. Und ich würde behaupten, du bist für mich mittlerweile auch sowas wie ein Sohn, ein Nachfolger, ein zukünftiges Ich. Der Träger des Erbes, welches ich hinterlassen werde. Ja, ich habe sie wirklich geliebt. Aber ich werde jeden, ausnahmslos jeden umbringen, der mich verrät. Vergiss das nie. Ja. Ja, ich verstehe. Nun, dahin gehen können Sie sicher sein, Mr. Piccino, dass ich ja. Sie niemals hintergehen würde. Und sollte es jemand anders versuchen, dann. Auch wenn diese Familie die erste ist, die ich wirklich hatte.
Mehr als meine richtige. Oh, ein Gast. Nun, auch dann werde ich nicht mal mit der Wimper zucken, wenn es jemanden geben sollte, der sie hintergeht. Das ist gut zu hören. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Und bevor der kommen wird, wird derjenige, der es sein wird, derjenige sein, der uns am meisten ins Gesicht lächelt. Hohen Frieden. Leb wohl. Ei, wie geht's hier? Leb wohl, geliebte Schwester. Wirklich schön hier. Sag mal, sicher ein Teil von diesem LSR hier in der Nähe. Ja. Weißt du wo? Ja, es ist direkt an meinem Trailer. Vielleicht sollten wir uns das mal angucken. Ja, Pellegrini. Ja, wir sind noch im Norden und wir würden jetzt wieder runterkommen gleich. Gucken uns noch kurz etwas von LSR an. Nein, wir würden jetzt gleich wieder zu Ihnen kommen. Ja, bis gleich. Hat McTavish sich gemeldet, oder? Jemand von den Iren? Nein, bisher nicht. Ursprünglich hatte ich vor, Sie heute anzurufen, allerdings kam es der. Naja, alles. Allerdings traf ich da Mr. Pearson vorher. Der taucht auf einmal auf. Ja, nun ja, es wäre hier einmal. Okay. Ja, ich wollte nochmal sehen.
Naja, sie geht auf jeden Fall nicht ans Telefon. Erzähl mir was über diesen Horny. Nun ja, zurzeit ist er im Kabarett. In seiner Heimat war er Soldat gewesen. Wollte, so wie jeder Jungspund, glaube ich, etwas Gutes tun für eine gute Sache. So dachte er zumindest. Kommunist, oder? Ja. Nun ja. Dort scheint er einige Sachen erlebt zu haben. Man merkt es, man spürt es förmlich, dass es Geister gibt, die ihn nicht loslassen. Als er hierher kam, wollte er nun ja Tatortreiniger werden. Beim PD. Sie nahm ihn an, aber allerdings. Nun ja. Wie gesagt, ich glaube, dass er sich verrannt hat dort im Krieg und feststellen musste, dass es mittlerweile Grenzen für ihn gibt, die verwischt wurden. Er hat für das PD gearbeitet. Nun ja. Nicht lange. Lang genug, ja. Er wurde rausgeschmissen, weil er den Besitzer des 24/7 mit einem Knüppel bearbeitet hatte. Genauso wie den Laden. Weil die Preise ihm zu hoch waren. Anschließend beim Treffen mit dem Staatsanwalt hat er ihn ebenfalls verprügelt, weil er keinen Respekt hatte. Er wurde dann vom PD ordentlich durch die Mangel genommen. Naja, man kennt sie ja, wie sie so sind. Gerade zu Ex-Kollegen eventuell. Er hatte irgendwann gemerkt, dass sie bösen, so wie man sagt, nicht offensichtlich vor ihm erscheinen, sondern oftmals in einem Gewand, ähnlich wie dem von einem weißen Ritter. Oder in dem Fall von Officer de Blau. Es gefällt mir trotzdem nicht, dass du ein Bullen in unsere Geschäfte involvieren willst. Nun ja. Ich habe nicht angedacht, dass ich ihn ranziehe. Eher für so einen Schlägertrupp, der irgendwelche Dinge erledigt. Also weitläufig was für Hall oder wie? Ja, ganz genau. Ich habe ihm lange Zeit nicht vertraut, allerdings. Nun ja, die Sache mit den Iren war recht beeindruckend. Zumal er danach immer wieder zurückkam. Du hast das kurz angeschnitten, aber was genau ist da passiert? Nun ja. Er hat Mr. Diego für uns ans Messer geliefert, unter anderem. Damals. Und es stellte sich heraus, dass Mr. Diego Dinge für die Iren erledigt. Damals hatte ich ihnen ja auch erzählt, dass er eine Ratte ist und zu viel geredet. Aber das war ihnen egal. Sie brauchten Mr. Cerno als Exempel, um vor ihren Männern gut auszusehen. Also habe ich das Gespräch zu Mr. Cerno gesucht und ihm die Situation weitestgehend erklärt und dass er jetzt sein Mann stehen muss. Er ist daraufhin freiwillig zu den Iren gegangen und nun ja, die Iren sind nicht so bewandert, was Verhältnismäßigkeit angeht, so scheint es mir. Sie haben ihn gepackt und
ausgezogen und anschließend den Rücken mit einem Bunsenbrenner bearbeitet. Dann haben sie die Haut entfernt und Tequila drüber geschüttet. Und das immer und immer wieder. 2 Stunden lang. Ja. Mein lieber Mann, könnte man ja meinen, der hätte seine SMS nicht gelesen. Nun ja, es waren ja nur ein paar Kratzer bei Mr. Reigns, aber... Nun ja. Was hat er erzählt? Den Iren. Naja, die müssen das ja... Oder haben die das so aus Spaß gemacht? Ja, sie machten ein Verhör draus, allerdings nun ja, Mr. Cerno konnte nicht mehr erzählen, da er nicht mehr wusste. Er konnte ja nichts sagen. Er wusste nicht, wer Mr. Diego eingepackt hatte und welche Leute dahinter stehen. Er wusste ja nur, dass ich ihn dorthin schickte. Aber er ließ meinen Namen weg. Er sagte, dass er denn ich weiß, wer vor ihm gestanden hatte. Er konnte mir und auch den anderen eigentlich nützliche Informationen über die Iren zu diesem Zeitpunkt bringen. Dadurch hatten wir einen groben Überblick, wie viel Mannstärke sie hatten. Nun ja, und dass es da anscheinend Ungereimtheiten innerhalb der Gruppierung gibt anscheinend. Denkst du, zwischen McTavish und diesen Doyle gibt es Ungereimtheiten oder andere? Du hattest mal gesagt, bei einem Gespräch von euch hat sie ihm den Mund verboten, ne? Ja, sie hat ihm den Mund verboten. Und die Aktion mit Mr. Cerno ließ dastehen, dass sie... Nun ja, dass sie wohl möglich auch die Männer nicht vollkommen hinter sich haben. Sie haben sich zumindest als Anführer dort profilieren wollen. Jemand, der sich um sie kümmert. Sie wollten sich als, große, starke Hand darstellen, die sich schützend um sie schließt. Sie hatten jegliche Informationen von uns, warum das Ganze geschehen ist. Und dennoch haben sie mitgenommen und verhört und Fragen gestellt über uns. Und zu der Sache, warum sie so abgelaufen ist, wem welches Auto gehört. Aber die Informationen besaßen sie. Zumindest Mr. Doyle und, Heißt er Doyle? Und, Miss McTavish. Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Für eine einfache Botschaft ist das etwas... Für eine Botschaft ist das zu unwichtig, wenn die Botschaft an uns hätte gehen sollen. Nun ja, ich habe Ihnen vornherein gesagt, das ist keiner von uns, jemand, der für ein bisschen Geld Dinge erledigt. Ich sagte Ihnen auch, meinetwegen können Sie ihn auch abknallen. Ja, wir werden das beobachten. Vielleicht kriege ich bei den Gesprächen etwas raus. Gut, Pellegrini wartet vorne.
wollt ihr nicht im Rücken haben. Ah, schade. Na gut. Ja. Ja, da will ich am meisten arbeiten. Ich war gegen 7 Uhr war ich schon mal hier, da war zu. Also. Ja. Okay. Ach, kein Problem. Dann komme ich mal andermal wieder. Dann einen schönen Abend noch. Tschüss. Gar kein Problem. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Muss ich auch. Ja. Adios. Ja. Eine Dame, die sich hier dem Italy vorstellig machen wollte, aber der Laden hat schon zu, dann haben wir ein bisschen darüber geredet. Das war doch Dingens, oder? Lärken und so weiter und so fort. Sie wird sich wahrscheinlich die nächsten Tage hier nochmal blicken lassen und mit dem Signore Melon vielleicht ein Gespräch führen, falls wir Mitarbeiter suchen. Ja, ihre Stärken. Ja, sie hat eine Ausbildung zu einer Kellnerin in, sie hat gesagt, sie kommt aus Mexiko. Hat das dort anscheinend aktiv geführt und Tobi, danke den Laden hier gefunden und wollte direkt vorstellig werden. Du wolltest ihre Stärken wissen. Ja, das war jetzt nur so gesagt. Sie hat ein bisschen von sich so erzählt. Wann hast du das letzte Mal gefickt? Alle Frau. Signore Pacino, ich habe auch nicht das andere, nicht das andere Geschlecht gefickt. Und es ist schon ein paar Monate her. Ja, ich hatte Ihnen doch eigentlich ein Treffen mit Miss Haynes klar gemacht, oder nicht? Indirekt würde ich behaupten. Nun ja, sie hat gesagt, sie würde gerne mit Ihnen was trinken gehen. Man kann nicht von heute auf morgen irgendwie was direkt machen. Okay, pass auf, Pellegrini. Ja. Ich weiß, der Knast war hart, aber ich brauche dich bei deiner vollen, mit deinem vollen Charme im Club später. Mhm. Ja, ich brauche dich bei deiner ganzen Männlichkeit, so wie früher. Die Frauen, die müssen an deiner Bar hängen und naja, von mir aus auch woanders. Alles klar. Hat das Tequila alle noch auf? Müsste noch aufhaben, ja. Das ist so ein, ich habe jetzt erst erfahren, als ich drin war, so ein Single Night ja. Oder sowas. Ja, optimal, komm mit. Medvedev ist jetzt auch noch unterwegs, hat er gesagt. Ja, habt ihr rausgefunden, was da los war? Tatsächlich hat er gesagt, dass es wieder Schlägereien oder Probleme mit den Leuten aus dem Süden gab. Dementsprechend sind dann die Kranke wegen Polizei angerückt. Also im Prinzip das, mit was man so rechnet. Was war da? Ja, Schlägereien, Probleme Schlägerei mit den Leuten aus dem Süden. Mit den Leuten aus dem Süden, okay. Ja. Anscheinend. Ja. Und Medvedev scheint auch ziemlich, sag ich mal, gut vernetzt zu sein jetzt in den in der Zeit, wo ich jetzt da war. Der hat jede zweite Person anscheinend dort gekannt. Eine Polizistin ist auch dort, tanzt mit irgendeinem anderen Polizisten und was auch immer. Der scheint sich da ein bisschen auszukennen. Okay. Jetzt muss ja auch erst anlaufen. Ja, aber du hast ja schon gut anlaufen. Ich muss die Musik noch muten, Leute.
zwei Co-CEOs im Übrigen, die sind auch hier. Außer Banane kann ich nichts anbieten, sie. Hast du wirklich eine Banane mit dabei? Ich habe gerade auch schon eine zugesteckt bekommen. Wirklich? Ja. Das klingt falsch, Bella. Okay, ich glaube, hier hat niemand Obst zum Rauchen. Tschüss. Das war Napier, oder? Ja, der Napier, da haben Sie Obst. Berühmte Napier. Ja, seit dem Kabarettaufführung kann ich mich kaum halten vor den ganzen. Ja. Gut, Pellegrini, wir haben jetzt schon anscheinend eine gewisse Uhrzeit. Mhm. Das heißt, die Reste können gesammelt werden, also. Ja. Und los, ab mit dir. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend, ja? Wehe, du gehst allein nach Hause. Nun, der letzte Versuch ging schon ein wenig in die Hose, nicht wahr? Du bist nicht mehr der Alte. Vielleicht brauch einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis. Nun ja, ich könnte auch eine Dame mit Chloroform ein wenig betäuben. Schrecklich. Lass uns bloß abhauen. Ja. Yeah. Was geht? Die neuen Haare finde ich echt gut. Die finde ich auch, ha? Sieht sehr gut aus. Mr. Napier? Auch bei einer Schnapsleine. Ich glaube, die Dame wollte was von dir. Eine Dame? Ja. Ich entschuldigen oder so. Tatsächlich. Ja, vielleicht wollte sie auch ein Autogramm, ich weiß nicht. Ja. Edonia. Sehr erfolgreich. Was wir noch machen? Ja. Gehen wir rüber. Oh, ruhig hier lang. Genieße das, diesen Pöbel zu beobachten manchmal. Mein Bruder damals immer. Spielt wer hat welches Leben. Naja, als er noch am Leben war. Also. Was ist denn mit ihm jetzt los? Warum kommt er denn jetzt her? Nun ja, vielleicht ist ihm das Geld ausgegangen oder er braucht ein paar Tipps. Ja, der Pacino. Sie denken wahrscheinlich, dass ich früher so ein Frauenheld war oder sonst was, ja. In Italien war ich das vielleicht nur so halb, sage ich mal, ja. Aber ich bin nicht der Typ, der betrunkene Frauen mit nach Hause schleppt, ja. Das ist nicht meine Klasse.
Und wenn es im Geschäft geht, in einem Club, da bin ich dabei, ja. Dann kann ich das natürlich machen, das werde ich auch. Aber sowas, das tue ich mir nicht an. Das, ja. Ich will keine Frau im Bett haben, die mich vollkotzt. Ich denke, ich kann auch selber entscheiden, welche Frau ich mit zu mir nehme, Signore Pacino. Bei allem Respekt. Ja, finde ich gut. Sehe ich schon, du hast dir meinen Rat direkt zu Herzen genommen. Ja, so kann man das sagen. Das sind... Ja. Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg. Ich nehme das zu Herzen, Signore Pacino. Ich würde dann auch langsam zu Bett gehen und falls Sie mich natürlich nicht weiterhin irgendwie noch brauchen. Dann bleib ruhig hier. Okay. Hast du nur 5 Minuten? Ja, natürlich. Was denkst du, was sind das für Menschen da drüben? Was denkst du, was machen die beruflich? Gut, von ein paar weiß ich das, aber wenn man das oberflächlich betrachtet, würde ich behaupten, dass das Berufe sind, die etwas mehr, sag ich mal, Stress verursachen, die dann hier gerade am Wochenende sauber rauslassen können. Du kennst von allen Dingen sogar die Berufe, ja? Ja, da waren 2, 3 Polizisten drin, die Barkeeper natürlich dementsprechend, dann gibt es meine 2 Co-CEOs vom Fitnessstudio, die auch anderweitig Geschäfte betreiben. Dann habe ich anscheinend eine Pornodarstellerin kennengelernt. Und 2 weitere Frauen, die Yoga-Trainerinnen sind. Und eine Physiotherapeutin. Also eigentlich durchgemischt, aber das so wirklich so Leute, die im Büro hocken oder sowas, habe ich da jetzt keinen kennengelernt. Und 2 Bauern auch noch. 2 Bauern. Ja, Farmer da in diesem Union Grain, glaube ich, oder wie das heißt hier. Weißt du, was das sind? Das sind Schafe, Pellegrini. Okay. Vielleicht ist einer unter den ganzen Leuten dabei, der ein Wolf ist, der auf die Schafe aufpasst, aber die meisten davon sind Schafe. Sie gehen am Wochenende feiern, ihr glückliches Leben zu ersäufen. Weil sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, sie? Vielleicht sind sie zufrieden mit ihrem Leben, aber sie sehen nicht über den Rand hinaus. Und einfach nur in einer Mühle gefangen. Marionetten. So wie alle unsere Gegenspieler. Jeder einzelne von ihnen. Jeder einzelne davon ist ein Zahnrad in einem Getriebe. Wenn man hier und da das Zahnrad verschiebt, dann fängt das Getriebe an zu laufen. Oder halt auch nicht. Mit jedem dieser Menschen, die da stehen, kann man gewisse Wege einschlagen. Kann man gewisse Mechanismen auslösen. Gewisse Sachen triggern, andere Sachen passieren, die dann dazu führen, dass man zum Beispiel eine Firma übernehmen kann. Oder ein Imperium. Wenn man viele Zahnrädchen dreht, dann läuft irgendwann die Uhr und wir sind die Leute, die die Zahnrädchen dahin positionieren muss, wo wir sie brauchen. Damit die Uhr nach unserer Pfeife tanzt. Nach unserer Zeit tickt. Genau zu diesen Leuten sollst du den Kontakt aufbauen.
herausfinden, was wer arbeitet. Ja, ich verstehe. Ja. Herausfinden, welche Vorliebe er hat, welche Frauen, welche Männer. Damit wir die Marionetten, die Zahnräder nach unserem Belieben verschieben können, wie wir sie brauchen. Das ist wichtig. Verstehe. Damit du begreifst, was dein Job ist. Du weißt wahrscheinlich manchmal nicht, was ich von dir möchte. Aber es fängt oft ganz unten an. Nach einer ganzen Weile, nach einigen Informationen, haben wir wieder ein Stück in der Stadt unter unserer Kontrolle. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hatte tatsächlich anfangs diesen Butterfly-Effekt im Kopf, falls Ihnen das was sagt. Macht man eine Aktion, kommt irgendwas anderes zum Laufen. Hätte man was anderes gemacht, wäre wiederum was anderes angeschoben worden. Immer so weiter. Wie ein Schmetterlingsflügel. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Es ist unerlässlich zu wissen, was die Schafe machen. Damit wir die Herde finden können. Das ist deine Aufgabe. Ich, Signore Pacino. Okay, dann. Du wohnst gleich hier vorne, oder? Ich laufe noch kurz runter, hol noch das Auto ab und dann. Zum Italy? Ich habe an der Straße geparkt, wo sie wohnen. Ach ja, stimmt. War das klar. Oder du kommst mit und ich fahre ihn nach unten jetzt. Ja, dann machen wir einen kleinen Spaziergang. Oder haben sie hier oben geparkt? Nein, das Auto steht im Italy unten. Na, okay. Was war das für ein Mann eigentlich, der da vor ihnen kam? Kannten sie nicht, oder? Nein. Okay. Ein Leichtopfer. Und Pellegrini. Janina! Nee, Janina, Anni! Der Nächste, der dich verarschen will. Gott. Genau, so einfach in die Schnauze. Das sage ich nicht noch. Janina, Anni, danke für dein Abo. Danke für 3 Monate schon. Hol dir den Respekt vor den Männern zurück. Mach ich. Gut. Ist dein Auto hier oben, oder? Unten, wie gesagt. Nee, pieren wir nicht. Achso. Nun, es müsste hier stehen. Achso, Sie meinen Ihr Auto, ja? Nein, dein Auto. Oder wolltest du noch mit zu mir nach Hause kommen? Ja, nein, mein Auto steht hier oben. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen. Ja, alles klar. Ja, dann wünsche ich Ihnen beiden noch einen angenehmen Abend. Wünsche ich noch? Ja, ich würde für Sonntag ganz gern nochmal mit allen sprechen, soweit möglich. Ja, ich denke, das sollte sich einrichten lassen. Abends, nehme ich an. Ja, irgendwann. In den Abendstunden. Da müsste kein Problem sein. Mit allen meinen Sie auch wirklich alle, ja? Und ja, Wetter, es wird Zeit. Hat. Geschäfte gehen vor natürlich. Gut, dann. Napier, schlaf gut. Ja, eine gute Nacht noch. Auf Wiedersehen. Ja.
So viele potenzielle Opfer, Joseph. Wie Pacino schon sagte, Schäfchen. Schäfchen, die nur darauf warten, dass der große böse Wolf kommt. Nicht heute, Kalfek. Du weißt, dass es wichtigere Dinge gibt. Nun ja. Wie willst du dich auf wichtige Dinge konzentrieren, wenn du dich nicht ein wenig deinen Gefühlen und Neigungen hingibst? Wie willst du deine Ziele erreichen, wenn du mit einem Gedanken immer dabei bist, jemanden gerade die Kehle aufzuschlitzen? All diese Verbrecher, Gangster, all diese eingeschleusten kleinen Ameisen. Du weißt, das ist bei Weitem nicht das, was wir normalerweise erbeuten. Das, was wir normalerweise brauchen, oder? Nein, Kaifek. Ein leichtes Opfer. Ich weiß, was du meinst. Also sag du es mir. Bist du etwa eingerostet? Oh. Bist du etwa nicht mehr manns genug? Ja. Sonntag. Wir werden schauen, was dort im Unicorn rumgeistert. Wir werden schauen, was da so uns anspricht. Ich würde sagen, und du wirst mir mit Sicherheit dort auch zustimmen, unten in der Southside wird niemand so schnell vermisst. Tentenkobold, danke dir für 8 Monate schon. Holy shit, danke dir für dein Prime Gaming Abo. Sehr bedacht auf jeden Fall ausgesprochen, ja. Ja, ein krasser RP-Abend, oder? Holy shit. Das Gespräch mit Pacino und diese Einblicke. Auch Pacino hat anscheinend einen verlorenen Bruder. Fand ich auch recht interessant. Ja, Mr. Johnny. Ja, hallo. Geht's Ihnen gut? Ja, durchaus. Okay. Ja, weil benötigen Sie mich nicht mehr, ja?
Nein, erstmal nicht. Oder wir melden sich dann später, wenn... Ja, nun, ich werde jetzt hoch in den Norden fahren und mich um die Kojoten kümmern. Also. Oh. Ja, ja. Ich bin am Yellow Jack, wenn sie was brauchen. Ja, alles klar. Dann machen Sie das erstmal. Danke dir. Gut, auf Wiedersehen. Bis später vielleicht. Mit O'Reilly fand ich auch komisch, ja. Sie schien ja da zu sein. Ja, aber vielleicht hatte sie auch zu tun. Ich don't know. Ist sie jetzt mittlerweile Ärztin? Das weiß ich halt nicht. Aber eigentlich ist sie da immer dran. Napier nicht zu verunstimmen. Verstimmen? Wie heißt es? Ihr wisst schon. Verstimmen, genau. Ey, wie ging die Zeit so schnell rum? Ach, wir haben auch spät angefangen, stimmt. 2:30, holy shit.